schütteln, ob das wieder kommt. Aber zumindest uns gesehen, das ist sehr schön. Wir wünschen euch ein gutes Neues. Ist jetzt schon ein bisschen spät, aber nichtsdestotrotz, es wird ein spannendes Jahr. Wir haben viel vor. Es sind jetzt schon viele Leute von euch schon voll im Wahlkampf. Das sieht man auch, wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist. Das ist wirklich cool, wie aktiv wir da sind. Also es läuft extrem viel. Das ist jetzt aber nur der erste Wahlkampf von mehreren. Also 2023 geht es ja dann schon im Februar los mit dem Kantonsratswahlkampf, mit dem Regierungsratswahlkampf und dann mit dem nationalen Wahlkampf. Also wir sind jetzt wie in dem Jahr, wo man so richtig Schwung holt und dann ja, 2023 hoffentlich auch die Früchte erntet von der grossen Arbeit, die von uns allen geleistet wird. Ihr wisst ja, wie wichtig die Lokalwahlen sind und es ist echt super, wie ihr euch alle einbringt in euren Bezirk und dort mit anpacken, mit auf die Straße gehen, aber auch auf Social Media aktiv sind und so weiter. Also wenn wir es jetzt schaffen, da zu zeigen schon, dass mit der GLP zu rechnen ist, dass wir zulegen, dann ist sehr vieles möglich im ersten Jahr. Also von dem her, danke für euer Engagement und macht weiter so, es lohnt sich. Vielleicht noch ein kurzes Update, wir möchten ja unbedingt grünliberale Regierungsrätin oder ein Regierungsrat. Auch das ist, der Prozess ist am Laufen. Wir sind jetzt mit der Findungskommission, wo neben mir noch die Katrin Kometa und der Dani Hodl drin sind wir jetzt die verschiedenen Kandidaturen am Prüfen und hoffen dann, dass wir euch im Frühling, spätestens Frühsommer, da könnt eine super Kandidatur oder mehrere super Kandidaturen vorschlagen. Einfach so als kurzer Blick in den Maschinenraum. Heute haben wir aber andere Themen. Es geht nämlich insbesondere um zwei nationale Parolenfassungen heute. Und zwar einerseits das sehr umstrittene Mediengesetz, andererseits die Volksinitiative gegen Tabakwerbung. Und wir haben zu beiden Vorlagen spannende Gäste bei uns, auch aus anderen Parteien. Und freut uns auf Diskussion da. Die MV wird wieder aufgezeichnet und live gestreamt. Also ich begrüße auch herzlich die auf YouTube mit dabei sind. Falls jemand nicht möchte, dass sein oder ihr kleine Kopf auf YouTube auftaucht, dann ist es sicher besser, wenn ihr eure Kamera ausstellt. Aber ich freue mich natürlich, wir freuen uns, wenn ihr die Kamera anhabt, weil dann wirkt es zumindest ein bisschen so, wie wenn wir irgendwie gemeinsam in einem Raum wären. Allgemein gelten, wie sonst auch, die Regeln, dass wir versuchen, uns kurz zu fassen. Oder? Wir sind jetzt 120 Leute wieder, echt super. Und darum ist es wichtig, dass wir Spiel zu Wort kommen. Wir haben knapp Zeit und darum, dass wir uns alle zusammen versuchen, kurz zu fassen, dass wir nicht die Sachen wiederholen, die schon gesagt worden sind, sondern nur die neuen Aspekte versuchen einzubringen. Gut, so viel zum Levitenlesen. Ich würde sagen, wir lassen los. Traktanden. Sehen wir da und wir starten mit der Protokollabnahme, mit dem Protokoll von der letzten MV. Gibt es da dazu noch eine Bemerkung oder einen Änderungsantrag? Ihr wisst ja, man tut sich bei Reaktionen unten auf dem Bildschirm dort draufklicken und dann Hand erheben, wenn ihr etwas möchtet sagen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. In dem Fall würden wir gerade die Abstimmung machen. Ich bin Host und sehe die nicht. Darum, Matthias oder Fiona, vielleicht könnt ihr das amix moderieren. Wunderbar. Ihr solltet jetzt das Resultat freigeben. Das Protokoll ist mit 90 Stimmen zu 7 Enthaltungen angenommen. Super. Danke für euer Vertrauen und fürs aufmerksame Durchlesen vom Protokoll und natürlich der Verfasserin, der Johanna, die das so gut gemacht hat letztes Mal.
Gut. Übrigens, ich habe gerade noch angeschaut, unsere letzte MV ist über 4 Stunden gegangen. Ich vermute, das ist ein Rekord. Und wir werden ihn heute nicht schlagen. Das ist zumindest unser Ziel. Gut, wir kommen jetzt zum nächsten Teil. Und zwar haben wir, wie gesagt, es ist so schade, dass wir uns jetzt so selten getroffen haben. Ah, ja, das noch kurz. Die bereits gefassten Parolen, also wo wir heute nicht darüber reden, ich habe euch schon gesagt, über was wir reden, aber wir haben schon Parolen gefasst zur Tierversuchsverbotsinitiative. Die ist im Vorstand mit 3 Ja zu 18 Nein und 0 Enthaltungen Nein-Parolen gefasst worden und die Ja-Parole zur Änderung von der Stempelabgabe mit 20 Ja, 1 Nein und 0 Enthaltungen. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zum hoffentlich interessanten, amüsanten Teil, nämlich wo ihr wieder mal ein paar Leute könnt treffen könnt, ein paar andere Grünliberale, euch kurz könnt unterhalten. Wir würden euch für das in kleine Breakout-Sessions, wo einfach immer ein paar Personen zusammen sind, einteilen, automatisch. Wir haben für das, glaube ich, eine Viertelstunde etwa Zeit und ja, wünscht euch gute Gespräche und hoffe, dass ihr da auch den Sozialteil von einer Partei wieder mal könnt leben. Dann viel Spaß in den Breakouts. Hallo, hallo. Ah, hallo, hallo. Das kann ich nicht.
So, sind alle zurück. Schön, ich hoffe, ihr habt, können euch ein bisschen unterhalten und zumindest das soziale Element, das wir sonst nämlich so der MV haben, ein bisschen simulieren. Und hoffen natürlich, dass es bald wieder möglich ist in echt. So, wir steigen ein in die erste politische Debatte. Und zwar geht es ums Mediengesetz. Wir haben da sicher schon viel mitbekommen, wo da hin und her argumentiert worden ist. Wir haben heute zwei spannende Gäste. Der eine kennt ihr sehr gut natürlich, der Jörg, unser Nationalrat. Jetzt ist aber auch der Christian Wasserfallen, der wird gegen das Mediengesetz argumentieren. Ich weiss gar nicht, ist er schon da? Krigo, bist du schon im Call? Das scheint noch nicht der Fall zu sein. Dann tut unser Team jetzt sicher hindurch mit ihm schauen, dass er möglichst schnell beitreten kann. Und ich würde sagen, wir lassen schon los mit dem Jörg, mit der Pro-Seite. Wir haben jeweils 7 Minuten pro Seite. Und der Jörg hat sehr viele Folien. Darum, Jörg, ich vertraue darauf, dass du sehr schnell wirst können präsentieren. Ich starte mit dir. Jörg, die 7 Minuten laufen. Jörg, bist du da? Er ist auf Mute. Bist du noch auf Mute? So, jetzt ist besser? Jetzt ist super. Ja, in dem Fall ist Präsentation vorne, bitte die nächste Folie. Wir müssen uns einfach bewusst sein, das Modell von der Nachrichten etc., das hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Es gibt ganz verschiedene Geschäftsmodelle. Ich meine, wir haben klassische Medien, die NZZ, die über Relevanz funktionieren. Wir haben Lokalzeitungen, die irgendwie aus dem Dorf berichten. Wir haben Staatsfernsehen oder der SRF, Radio etc., die im Kreuzfeuer von allen sind. Wir haben Privatradios, 20 Minuten auch, die auf ein bisschen Clickbaiting machen, möglichst viele Klicks erreichen. Wir haben neue Medien wie Watson, die ein bisschen nach Lust- und Spassprinzip richtet. Wir haben eine Republik, die Abonnentenstamm aufgebaut haben, aber trotzdem keine Paywall haben. Wir haben also ganz kleine Medien, wie einen Infosperber zum Beispiel, wo alles anders machen möchte und immer die Minderheitsmeinung vertreten, hat man fast das Gefühl. Und wir haben natürlich heute die grossen Plattformen, Social Media, die vor allem unsere Gefühlswelt beachten, die versuchen, uns möglichst lange auf ihren Plattformen zu behalten, damit sie ja möglichst viel Werbung können präsentieren. Gerne nächste Folie. Jetzt müssen wir ganz klar sagen, jedes Medium wird von irgendwelchen Sachen beeinflusst. Sei das von den Journalisten, von den Redakteuren, von den Inserenten, von Mäzen, von Spendern, aber auch durch Haushalte, und das ist in der Schweiz auch der Fall, in gewissen Orten durch den Staat. Andererseits muss man ganz klar sein, die Medien haben eine extrem wichtige Funktion. Sie sind nämlich für die Meinungsbildung wichtig. Und das gilt in einer direkten Demokratie wie der Schweiz natürlich doppelt und vierfach. Wir haben nicht alle 4 Jahre irgendwelche Wahlen, wir haben 4-mal im Jahr Abstimmung. Also 4-mal im Jahr geht es darum, dass wir gut informiert werden. Jetzt ist es aber so, dass einfach das Modell gut informiert sein nicht wirklich ein Businessmodell ist heutzutage, und durch Digitalisierung, durch die modernen Plattformen wird das auch immer weiter zurückgehen. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wollen wir funktionierende Demokratie haben, wenn das klassische Modell von der Nachrichtenverbreitung so nicht mehr funktioniert. Gerne nächste Seite. Das Problem ist nämlich, in der ganzen digitalen Welt gibt es Unmengen von Trittbrettfahrern. Man kann relativ schnell Content überkopieren, zu sich nehmen, Daten verbreiten. Also ihr kennt es alle, irgendwo etwas Gutes lesen, Copy-Paste auf Social Media und plötzlich sind ihr der Verbreiter von diesen Medien. Und das ist ganz klar nicht mehr wirklich gleich einträglich wie früher. Also entsprechend stellt sich die Frage von Medienförderung, von Meinungsvielfalt stärker als früher. Und wohlgemerkt, früher, wir haben in der Schweiz rund seit 170 Jahren Medien- und Presseförderung.
Wie gesagt, neue Player sind auch Google und Facebook, die selber nichts arbeiten, aber Nachrichten verdienen, verbreitet und dann häufig eben ohne die wirklich zu bezahlen. Gerne nächste Seite. Und das erkennt man jetzt auch an den Werbeeinnahmen. Wir sehen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Es geht abwärts. Und der letzte Balken, die dunkelblaue auftauchen, ganz oben rechts, das ist die sogenannte Online-Displays. Das ist eigentlich das, wo das klassische Modell ersetzt und man sieht, es gibt definitiv nicht die gleichen Einnahmen. Gehen wir gerne eins weiter. Jetzt muss man sich auch bedenken, also die Verbreitung ist viel einfacher geworden, aber das Erstellen von journalistisch qualitativ hochstehenden Beiträgen etc., die ist nicht im gleichen Maß einfacher geworden. Also eine saubere Redaktion zu haben bei sich im Haus, das ist nach wie vor etwas Teures. Und das ist nach wie vor etwas, was mit der Größe des Unternehmens skaliert. Und in einem Markt, wo weniger Geld drin ist, ist das umso wichtiger. Ich meine, früher haben wirklich noch viele Lokalzeitungen einfach durch die lokalen Inserate und weil ja doch jeder irgendwo noch eine Zeitung abonniert aus der Gegend sich ernähren können. Ihr seht, was in den letzten Jahren passiert ist. Es sind immer mehr zusammengekauft worden, zusammengeschrumpft. Man hat alles Mögliche zusammengelegt. Auch bei uns, unsere Lokalzeitung in Opfiken, unser zuständiger Mann, der sitzt jetzt in Zürich im Büro, weil einfach in Opfiken nur ein Büro hat für zwei Leute und so viele Quadratmeter, das rentiert sich nicht mehr. Also wir haben ganz klar eine Monopolisierungsrichtung oder vielleicht kein Monopol oder Duopol etc. Also immer weniger, umso grössere Medienunternehmen, die noch den Restkuchen versuchen unter sich aufzuteilen. Gerne nächste Seite. Und darum hat man jetzt auch überlegt, hey, wie soll das weitergehen? Im Moment ist ein Sterben im Gang, im Kanton Zürich noch ein bisschen wenig. Wir sind ein relativ grosser Werbemarkt. Da lohnt es sich noch einigermaßen für den Tagi und den NZZ da eigenständig zu überleben. Aber in vielen Regionen in der Schweiz, in den kleineren Tälern, ist das de facto fast nicht mehr möglich. Und dort findet das Artensterben statt, man kann es nicht anders sagen. Darum sind wir der Meinung, es braucht etwas mehr. Was uns ganz wichtig ist, die Vorlage ist jetzt noch nicht unbedingt der Traum, es ist noch nicht in einer digitalen Welt angekommen, wie wir Grünliberalen das wollen. Es hat ein gewisses Maß an Online-Unterstützung drin, auf das zeige ich dann in der nächsten Folie, aber was auch sehr wichtig ist, es hat eine zeitliche Limitierung von 7 Jahren drin. Das heisst, in 7 Jahren muss man sich ein neues Modell überlegen und sich überlegen, wohin das es soll gehen. Wenn wir da ein Nein sagen, dann geht es mit der bisherigen Förderung geradeaus weiter, als wäre nichts geschehen. Da wird nie müssen, ein neuer Aspekt kommen. Also nur schon ein Aspekt, um da zustimmen, ist, dass wir in 7 Jahren das Ganze wirklich sauber müssen überlegen. Dann gerne auf die nächste Seite. Es ist gerade eine Überstellung. Also die linke Spalte, die erste mit den Zahlen, das ist der heutige Zustand, gibt ein Total von 136 Millionen. Dann kommen in der rechten Spalte Differenzen, etwa nochmal 150 dazu und das wäre der neue Betrag von 287 in der mittleren Spalte. Also es ist nicht so, dass wir jetzt darüber reden, zählt der Staat fördern oder nicht. Die Frage ist, zählt es ein bisschen mehr sein oder ein bisschen weniger. Und in Zeiten von fallenden Einnahmen sind wir im Moment der Meinung, ja, soll es ein bisschen mehr sein. Ihr seht, auch Regionalradios sind zum Beispiel drin. Was für uns sehr wichtig war, ist die Digitalisierung. Die Online-Medien haben wir eingedruckt etc. Also da sind wir mit dran verantwortlich gewesen. Wir haben noch nicht den grossen Umbau, den wir uns wünschen, aber doch schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, die Zeit, bin ich noch einigermaßen drin. Ich habe noch 2, 3 Folien. Jetzt, unser Fazit, warum wir zähneknirschend in der Mehrheit Ja gesagt haben. Wir haben im Moment ein Marktversagen. Das Modell Nachrichten verbreiten ist nicht mehr rentabel. Es werden immer weniger, die immer mehr Meinungen verbreiten. Es sind immer mehr Private, die über ihre Finanzierungskanäle, über die wir wenig bis gar nicht wissen, geschweige denn Kontrolle haben, die die Meinungsmache machen. Und deswegen braucht es eine Verlängerung einerseits von der bewährten, aber bald mal veralteten Massnahmen, aber eben auch von den neuen Online-Medien. Und das andere ist eben, es ist zeitlich beschränkt, es zwingt uns, die ganze Situation auch neu zu überdenken. Und jetzt würde ich gerne noch schnell in den letzten 2 Folien auf das Thema Staatsmedien und Einflussnahme durch den Staat eingehen. Ich möchte das anhand von 2 Beispielen und dann den Schweiz als Abschluss geben.
In den USA haben wir einen Staat, der sehr zurückhaltend ist. Der Effekt ist, dass die Medienlandschaft dort von Privaten dominiert werden. Und zwar von Privaten, die mit Medien nicht Geld verdienen wollen, sondern Meinungen verbreiten. Meinungen, um Bevölkerung und über Bevölkerung Politik zu beeinflussen, damit sie die Gesetze überkommen, die Gesetzeshaltung überkommen, die sie gern hätten. Also für sie ist Medieninformation nicht ein Business in sich, sondern ein Instrumentarium. Das andere Extrembeispiel meiner Meinung nach ist Russland. Dort nimmt der Staat die Rolle direkt ein. Er tut Medien bevorzugen, die einen, die anderen ignorieren, drangsalieren. Er hat Präferenzen, er macht Prozess, Anklagen, Verhaftungen, Verbot bis hin zu Übernahme. Und ich glaube, in Russland kann man ganz klar von Staatspropaganda, Staatsmedien reden. In den USA nicht, das ist dort praktisch inexistent, das ist praktisch alles nur öffentlich, private Medien. Jetzt versuchen einige Gegner von dieser Vorlage, das auf die Achse USA, Russland abzuspielen. Und ich möchte weder in Russland landen mit unserer Medienwelt, noch in den USA. Ich finde beides schlecht. Jetzt, was in der Schweiz aber machbar ist, oder was in der Schweiz gelebt wird, der Staat finanziert mit. Aber weil eben in der Schweiz nicht jemand an der Macht ist, wie ein Putin oder eine Partei, sagen wir die Republikaner, sondern eine ganze Vielzahl an Parteien im Parlament sind, an Meinungen im Parlament sind, im Bundesrat sind, kann ich mir schlicht und einfach nicht vorstellen, dass der Staat irgendwie eine Staatsmeinung à la Russland gegen oben durchdrücken kann. Weil im Moment, wo das einer machen würde, würden alle anderen Parteien im Parlament sagen, nein, das machen wir in die andere Richtung. Also das Gleichgewicht in der Schweiz lebt davon, dass wir eben eine echte Parteienvielfalt haben, draussen an der Urne, im Parlament, aber auch im Bundesrat. Und deswegen, und da wäre ich dann bei der letzten Folie, stimmt der Spruch, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, meiner Meinung nach eben nicht immer. Und insbesondere in einer gelebten, direkten Demokratie wie der Schweiz mit dieser Parteienlandschaft ist das eben eine falsche Aussage. Wir als Gesellschaft können den scheinbare Spagat schaffen zwischen einerseits finanzieren, also aufrechterhalten von Meinungsvielfalt, aber andererseits nicht beeinflussen. Und zum Abschluss noch eine kleine Trouvaille aus der Westschweiz. Ihr seht hier ein Plakat von den Gegnern. Ihr werdet das in dieser Variante im Kanton Zürich nicht finden, weil sie machen mit unseren Zürcher Medienmillionär Werbung. Also ich muss ehrlich sagen, also manchmal haben die Gegner in dieser Kampagne schon ein bisschen einen speziellen Stil, den sie aufziehen. Wenn sie wenigstens zum Mut hätten, das in Zürich auch aufzuhängen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht täusche ich mich. Das im Schnelldurchlauf. Position von der GLP. Wie gesagt, wir haben ein gewürgtes Ja beschlossen in der Fraktion und auch im Vorstand von der GLP Schweiz und von der GLP Kanton Zürich. Es muss noch mehr passieren. Die Medienlandschaft wird und muss sich ändern. Die Unterstützung von Meinungsvielfalt muss besser werden, muss sich an die neuen Verhältnisse anpassen. Wenn wir jetzt aber ein Nein einlegen, dann geben wir denen Meinungshoheit, die eben sagen, hey, Staatsmedien gleich Staatsfinanzierung gleich Staatsmeinung à la Russland. Und das ist schlicht und einfach der falsche Narrativ. Die wollen da irgendein Angstszenario aufbauen, das vielleicht für Russland begründet ist, aber für die Schweiz, für unsere gelebte Demokratie, das behaupten, finde ich beleidigend. Und mein Kollege, der wird im Rat garantiert dafür fighten, dass es nie zu Staatsmeinungen kommt, in dem Sinn, wie das in Russland der Fall ist. Also bitte lasst euch irgendwie da nicht einheizen mit der Finanzierung gleich Staatsmeinung, gleich Unterwerfung. Vergesst das. Danke, dass ihr die Medienvielfalt in der Schweiz unterstützt. Test. Danke vielmals dir, Jörg. Und schön, dass wir da mal noch sehen, dass wir Zürcher gar nicht Sympathieträger von der Nation sind. Das erstaunt uns jetzt. Darum haben wir heute den Berner eingeladen. Rigo, schön bist du bei uns. Sali. Ich bin überzeugt, du schätzt Zürcher und darum bist du heute auch vorbeigekommen. Ist das so? Ja, definitiv. Ich hoffe, ihr hört mich auch und seht mich. Ja. Merci vielmals. Du hast auch 7 Minuten. Du darfst wieder, Jörg, überziehen auf 8. Aber nachher bist du dann langsam fertig. Rigo, lass los. Kein Problem, wir probieren es. Merci vielmals, Nicola.
Ich starte meinen eigenen Account an, dass sie sicher nicht zu lang werden. Ihr könnt mit dem QR-Code schnell noch probieren, die Präsentation abzuladen, dass ihr so gut könnt, in dem Sinn verinnerlichen könnt. Dann würde ich sagen, gehen wir zu der ersten Folie. Das ist eben doch durchaus die Frage, die mein Kollege Jabre gestellt hat. Mediengesetz, Nein zu Staatsmedien. Ich komme später darauf zurück, warum das eben ein sehr heikler Paradigmenwechsel ist, den wir hier momentan vor uns haben. Bitte die nächste Folie. Es ist wie die sehr herzige, niedliche Katze, die ich sehe. Die Frage, beißen die Medien dann noch die Hand, die einem wirklich füttert? Wenn ich die nächste Folie darf haben, bitte. Das ist ja die Ausgangslage, die mein Kollege richtigerweise schon aufgestellt hat. Dort muss ich mir wirklich die Frage stellen, welche Notwendigkeit bzw. welche riesige Subventionsgießkanne, darum auch die Gießkanne oben rechts, kommt auf uns zu. Es ist ja so, dass wir in Bezug auf Zustellungsermässigung, also das, wo das Papier, das verdreht wird, dort haben wir heute schon eine Förderung. Dort gibt es nochmal mehr Geld. In einen Markt rein, der ja klar abnehmend ist, tut man nochmal 30 Millionen Franken mehr rein. Wir haben neu sogar noch eine Frühzustellung von Papier, von Zeitungen, wo man ja sagt, das ist nicht das Geschäftsmodell der Zukunft. Da tun wir noch 40 Millionen neu rein, wo vor allem zu den grossen Verlagen gehen, die es effektiv nicht nötig haben, dort entsprechenden Zuschuss zu bekommen. Neu tun wir noch 28 Millionen Franken Subventionen für Nachrichtenagenturen oder Weiterbildung rein tun. Auch das ist nicht nötig, da komme ich später noch darauf zurück. Neu kommen, und das ist der grosse Paradigmenwechsel, eben 30 Millionen Direktsubventionen für Online-Medien, die ein vordefiniertes Geschäftsmodell müssen haben, nämlich ein Abo-Modell. Und das ist wirklich der Paradigmenwechsel, weil die drei Massnahmen vorher, die Zustellungsermässigung, das heisst ja, man kann verbilligend eigentlich die Zeitungen, die Papierzeitungen zustellen, das geht ja nicht direkt in die Kasse und in die Erfolgsrechnung der Medienhäuser ein. Hingegen, wenn ich die Direktsubvention habe von den Online-Medien, ist das eben eine direkte Subventionierung wie eigentlich in der Landwirtschaft, wenn ich eine Direktzahlung im Bauer gebe. Und das ist eine relativ krasse Änderung vom Mediensystem. Und zusätzlich gibt es sogar noch 28 Millionen mehr für lokale TV und Radio, das sogenannte Gebührensplitting. Also von der Serafe-Abgabe gehen ja heutzutage 6% zu den Lokalradio und TV, für die diesen Gebührenanteil haben. Neu sollte es 8% sein. Bitte die nächste Folie. Auf der nächsten Folie sieht man nachher entsprechend die Frage, warum das Subventionen überhaupt nötig sind. Also wenn ich die vier grossen Medienhäuser mal anschauen, wo 70%, rund 70% von diesen Mitteln, die hier jetzt präsentiert wurden, dann schlussendlich überkommen, dann stelle ich fest, dass Ringier 84 Millionen Franken EBITDA geschrieben hat, TX Group hat 48 Millionen Gewinn gemacht, die NZZ fast 18 Millionen und CH Media etwa 23 Millionen. Also die Medienhäuser, die haben alle relativ solide Gewinn trotz Pandemie, trotz schwierigem Werbemarkt können realisieren. Und die haben sehr viel Geld, um in Lokaljournalismus, aber auch generell in Journalismus zu investieren. Also das Marktversagen, wie das ist gesagt worden, haben wir hier sicher nicht. Bitte die nächste Folie. Auf der nächsten Folie sieht man auch noch das Beispiel von der SDA, also die Nachrichtenagentur, der Depeschenagentur. Wenn man auch diese Zahlen anschaut, liebe Grünliberale, muss ich mir auch hier die Frage stellen, warum tut man hier die Schatullen auf? Man hat bei der Fusionierung, das sieht man unten rechts, wo Keystone, SDA und die Austria Presseagentur fusioniert haben, haben sich die Aktionäre noch 12 Millionen Franken Sonderdividenden ausgezahlt. Also sie sind von 79,5% Eigenkapitalquote, was ja ein absoluter Fantasiewert ist. Schön, wenn das jedes KMU hat, ist man dann auf 43% Eigenkapitalquote runtergefallen. In den letzten Jahren hat man einmal 4,5 Millionen, 0,3 Millionen, plus 1,6 Millionen und jetzt im einzigen Jahr mal einen Minusbetrag geschrieben. Also hier gibt es überhaupt kein Marktversagen und auch kein Antrieb, warum wir jetzt zum Beispiel noch mehr Subventionen für eine Nachrichtenagentur wie eine SDA sollte in diesem Medienpaket beschließen. Auch hier kein Marktversagen, sondern eine solide Finanzierung. Und heute hat man eine Eigenkapitalquote von über 40%. Bitte nächste Folie. Das ist sowieso ein anderes Thema, unsere SRG-Abgaben, die Serafe-Abgaben.
ob das Programm von der SRG von einem Konsument oder von 8, ungerade Millionen Konsumentinnen und Konsumenten angeschaut oder angehört wird, die Firma bekommt 1,2 Milliarden Gebührengelder, weil jeder Haushalt verpflichtet ist, diese RAFE-Abgabe zu leisten. Und dort wird es ja mehr Geld sein in Zukunft, weil wir mehr Haushaltungen haben, mehr Leute in der Schweiz. Das heisst, der Anteil der wird sogar noch aufgehen. Und mit dem Anteil wird auch der Anteil aufgehen von den 6%, die wir heute im Gesetz haben, die ich noch vorher gezeigt habe, in Bezug auf die lokalen Radios und TVs. Also das Kuchenstück wird in dem Sinn grösser, weil es einfach mehr Haushalte gibt. Und nebendran hat die SRG noch 180 Millionen, die sie einnehmen von mit Werbung und Sponsoring. Auch hier kein Marktversagen, Subventionen, für was genau? Bitte die nächste Folie. Ich komme jetzt zu einem Teil bei der nächsten Folie, wo eben sehr kritisch ist. Und das ist die Züchtung von den Online-Medien, die nicht überlebensfähig werden sind. Es ist zwar immer nice zu hören, ja, die Gesetzgebung sei befristet auf 7 Jahre, wird sie nicht sein, weil wenn man die Online-Medienförderung anschaut, ist es so, dass man bis zu 60 Rappen vom Staat überkommt, wenn man 1 Franken Umsatz macht mit denen, die die Medien konsumieren. Und jetzt sollen wir mal jemanden die Frage beantworten, wie so ein Medium ohne den roten Teil, ohne die 60 Rappen vom Staat je überlebensfähig wird. Also es ist sonnenklar, dass die Online-Medien nie solid auf eigenen Beinen stehen können und entsprechend natürlich abhängig werden, aber wirklich in ein Abhängigkeitsverhältnis von den staatlichen Subventionen kommen. Und das wird sicher nicht gesund sein. Ich kann euch ein Beispiel geben. Bevor das der erste Artikel geschrieben wurde in der Stadt und Agglomeration Bern, ist zum Beispiel die Hauptstadt, die jetzt mit einem Crowdfunding einen Startblock geht, schon für das Mediengesetz und verlangt schon Subventionen. Das ist einfach eine sehr kleberige Nähe zwischen den Staatsgeldern, die ich nicht und dem Inhalt, den man gerne will. Bitte die nächste Folie. Bei der nächsten Folie möchte ich euch noch einfach zum Abschluss noch zeigen, wie volatil und wie schnelllebig die Medienwelt ist. Die Medienwelt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 2007 hat der Steve Jobs zuerst ein iPhone vorgestellt. Und seither hat sich mega viel ergeben, viele Innovationen sind entstanden, unser ganzer Medienkonsum hat sich verändert. Und wenn man jetzt noch anschaut, dass man bis und mit in Kraft treten und alles bis im Jahr 29 oder 30 die Subventionierung mit einem vordefinierten Geschäftsmodell, das heute in der Online-Medienförderung, dann begreife ich einfach die Welt nicht mehr. Das wird viel weiter gehen, viel mehr Innovationen geben, die wir uns noch gar nicht ausmalen können. Aber hier wird der Bundesgesetz geben, der Staat definieren, was entsprechend so gut sein für die Zukunft im Online-Medien. Und ich komme zur letzten Folie. Darum ist für mich wirklich die Frage entscheidend wichtig, sind denn wirklich solche Medien, die derartig abhängig sind, wirklich noch fähig, in dem Sinn, einen unabhängigen Journalismus zu bieten, wenn er schon das Geschäftsmodell vorgegeben ist, erstens, und im Gesetz steht sogar eben noch, dass man dort gewisse Kriterien, nämlich es muss ein journalistisches Angebot sein, letztlich muss erfüllen. Da bin ich der Meinung, der Lückentext hier, der mit Geld überdeckt ist, der ist nicht nötig. Darum, Grünliberale sind liberal, es hat kein Marktversagen, darum bitte sagen Nein zu diesem Medienpaket. Besten Dank. Danke dir, Grigo. Und ich zähle darauf, dass du nicht nur in dem Kreis sagst, dass wir liberal sagen, sondern auch intern bei der FDP. Wird nämlich manchmal bestritten. Sehen wir jetzt gerade bei der Parole fast. Ja, genau. Danke vielmals. Jetzt kommen wir noch zur Jury, die uns wird die Position vom Vorstand, die sich schon damit befasst hat, kurz vorstellen. Jury. Ja, danke, Nicola. Mir ist die ehrenwürdige Rolle übergeben worden, ein bisschen zu berichten, was wir letzten Dienstag im Vorstand diskutiert haben. Wir haben sehr kontrovers diskutiert, so wie heute hier auch. Und sind zum Schluss gekommen mit einem Abstimmungsverhältnis von 19 Ja-Stimmen zu 9 Nein-Stimmen, dass wir euch eine Ja-Parole empfehlen. Also der Antrag an die Mitgliederversammlung ist eine Ja-Parole. Wie ist es zu dieser Ja-Parole gekommen? Ihr seht hier die drei wichtigsten Gründe, kurz zusammengefasst.
Bedeutung von der Medienvielfalt und Qualitätsjournalismus für eine funktionierende Demokratie, insbesondere eine direkte Demokratie und auch in einem föderalen Staat, wie wichtig das ist für die nationale Kohäsion und im Föderalismus, dass man regionale Medien hat, die verschiedenen Sprachen, die auch über das berichten, was gerade in diesen verschiedenen Regionen läuft. Und Dringlichkeit aufgrund von der sinkenden Einnahmen und auch vom Marktversagen, wo der Jörg vorhin ausführlich berichtet hat. Es ist ja so, als Liberale intervenieren wir natürlich nur, wenn es ein Marktversagen hat. Hier scheiden sich Geister, ob es eins hat oder nicht. Ich bin mit gleicher Meinung wie der Jörg und die Mehrheit vom Vorstand dreht die Meinung mit. Ich habe heute noch überlegt, wenn ich jetzt das zusammenfasse, wieso dass wir die Vorlage unterstützen, ist mir in den Sinn gekommen, vor etwa 5 Jahren bin ich in Washington und hatte die grosse Chance, dort an einer Redaktionssitzung vom Washington Post teilzunehmen. Und wenn man dort reinkommt, im Washington Post steht gross, Democracy dies in darkness. Und wenn ich jetzt sagen müsste, wieso dass wir die Vorlage unterstützen, würde ich auf die Meta-Ebene gehen, wie wichtig das Journalismus und Information und Debatte ist für die Meinungsbildung in der Demokratie und auch für die Frage von der Accountability. Man vergisst immer wieder, wie wichtig das Medien sind, zum Beispiel im Aufdecken von Korruptionsfällen oder von Macht. Abuse kommt mir jetzt noch mal in den Sinn auf Englisch. Machtkonglomerate oder Kartelle und so weiter. Und darum ist der Vorstand am Schluss aus diesen Gründen zum Schluss gekommen, dass wir euch eine Ja-Parole beantragen. Es hat Kritik gegeben, die ist hier auch kurz zusammengefasst. Es ist sehr kritisch betrachtet worden. Die grössten Kritikpunkte waren die Strukturerhaltskritik, also dass man die grossen Medienhäuser fördert, die Frühzustellung und bestehende Strukturen weiterhin fördert. Und zwar Online-Medien auch fördert, aber viel weniger, als wir uns hätten gewünscht. Das war sicher der wichtigste Kritikpunkt gewesen. Merci vielmals. Danke vielmals, Julie, für die Zusammenfassung. Jetzt würden wir im nächsten Schritt Fragen sammeln an unsere 2 Referenten, bevor wir nachher Statements haben. Und wie gesagt, ihr könnt eine Frage stellen, indem ihr Reaktionen unten am Bildschirm drückt und dann Hand erheben, dann sehe ich das und kann euch dran nehmen. Christa startet. Ja, danke vielmals für die Präsentation. Ich kann eigentlich, also die Medienvielfalt ist, glaube ich, uns allen klar, dass das für die direkte Demokratie sehr wichtig ist. Und für mich ist so die Frage, wieso hat man nicht eine subjektbasierte Unterstützung gewählt für das Gesetz? Wieso hat man das Gefühl, die Medienvielfalt mit dieser Art von Subvention tatsächlich über die Institutionen können zu garantieren, wenn dann das schon ja, wie klar definiert ist? Beziehungsweise gibt es Möglichkeiten, dass man die Medien, die davon profitieren, auch immer wieder evaluiert, also während dieser 7 Jahre, oder ist das jetzt auf 7 Jahre fix? Und vom Christian Wasserfall würde mich interessieren, was wäre dann die Alternative? Also wie schützen wir dann die Medienvielfalt, wenn es jetzt keine Unterstützungsgelder gibt und ein Nein rauskommt? Danke. Merci vielmals, Christa. Ich würde sagen, wir nehmen gerade ein paar Fragen zusammen und ihr könnt euch die notieren und könnt dann nachher eine Antwort dazu machen. Jetzt der Dominik Gsponner. Ja, hallo zusammen. Danke für die interessanten Vorträge und die nette Diskussion. Also ich habe eine Frage an Jörg Mäder. Er hat gesagt, dass jetzt mit diesen 7 Jahren, dass da eigentlich gewährleistet wird, dass dann ein Transfer eigentlich im moderneren Businessmodell soll stattfinden. Ich weiß nicht, auf was er sich da bezieht, oder? Und ich sehe jetzt auch nicht, dass das ein Marktversagen ist, sondern das ist einfach ein Dinosaurier. Das wird niemand so. Ich im Moment auch so, als wäre das alles bis in die letzte Region von unserer Schweiz. Qualitätsjournalismus sehe ich auch nicht so. Das ist einfach ein alter Schinken. Und für mich sind da Anreize vom Staat einfach fehlgesetzt. Da braucht es Innovation. Und nochmal, eben Jörg, wo ist da gewährleistet, dass denn das verbessert werden soll, dass da Innovation an den Tag kommt und 7 Jahre wir da auf besseren Weg sind? Merci vielmals, Dominik.
Manu. Super, merci. Meine Frage wäre für den Christian. Super interessante Präsentation. Ich fühle bei vielen Sachen mit, aber ich würde gerne wissen, siehst du das Problem in der Medienlandschaft und wenn ja, was wäre die richtige Lösung? Also geht es nicht die richtige quasi von der Frage, die Christa auch gestellt hat. Was ist die Alternative? Merci vielmals, Manu. Dann der Beat. Hallo miteinander. Ich bin grundsätzlich auch positiv bezüglich Unterstützung von einer Medienvielfalt. Jetzt hat mich aber insbesondere beim Jörg auf seiner Folie etwas ein bisschen stutzig gemacht und mich generell stutzig gemacht. Wieso soll man die grossen per se nicht ausschliessen? Der Jörg hat wohl die Aussage so auf der Folie, aber hat kein Wort dazu verloren. Mich nimmt mal Wunder, was der Grund soll sein, wieso dass man die grossen nicht ausschliessen soll, weil die Zahlen zeigen ja, die laufen eigentlich per se positiv. Danke. Danke vielmals, Beat. Und jetzt zum Schluss noch der Stefan Willemann. Nur Fragen. Okay, gut. Dann melde ich mich später mit einem Statement. Danke. Super, das ist doch gut. Danke euch. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Runde bei unseren zwei Referenten. Krigo, willst du anfangen? Ja, ich fange gerne an. Ja. Also Punkt 1, wenn man das Mediengesetz ablehnt, dann ist es nicht so, dass es keine Unterstützung mehr gibt. Dort hat man auf sehr viel tiefere Beträge, das in meiner Folie zeigt, läuft die indirekte Presseförderung weiter, aber eben sehr viel weniger. Und man hat hier nach wie vor die 6% von der Serafi-Abgabe, die zu den regionalen TV und Radio gehen, die entsprechend konzessioniert müssen sie einen Leistungsauftrag mit Gebührenanteil haben. Das ist mal der erste Punkt von der Antwort. Der zweite Punkt, wie man Alternativen könnte machen in Bezug auf Subjektfinanzierung. Dort hat ja auch die Nationalratskollegin von euch, Katja Christ, und auch ich persönlich habe ja einen Antrag gestellt gehabt, auf einen sogenannten Mediengutschein, wo man den jungen Leuten, die zum Beispiel 18 werden, während dem Jahr einen Gutschein hätte können geben von 100 Franken, dass sie eben als Subjekt, als Konsumentinnen und Konsumenten von der Zukunft hätten können, während dem Jahr ein bezahltes Medium in dem Sinn konsumieren. Das ist leider abgelehnt worden, was auch abgelehnt ist worden. Was mich auch bedauern ist, dass ja zum Beispiel gerade ein SRG, der sich im Textbereich immer mehr ausbreitet, also mit den SRG-Artikeln, die online erscheinen, könnt ihr in 24 Stunden ganze Tageszeitung drucken, dass die natürlich im Zeitalter, wo die ganzen privaten Medien die Paywalls aufziehen, oder? Hat beim SRG auch den Content im Text, was sie eigentlich nicht zuständig sind, gratis. Die hat ja den audiovisuellen Teil, also Video und Audio. Und das ist eigentlich das, was ich sehr schade finde. Das war leider nicht mehrheitsfähig gewesen. Und das auch nicht mehrheitsfähig war, beispielsweise den privaten Medien auch ein bisschen mehr Markt zu geben. Also Politwerbeverbot für Radio und TV haben wir nach wie vor in der Schweiz. Man kann keine Kampagne bewerben im Radio und im TV. Das finde ich sehr schade. Und das ist leider abgelehnt worden. Dort hätten wir auf mehreren Säulen Lösungen gehabt, die leider nicht durchkommen. Also vielmal, Jörg. Gerne, ich werde auch ein bisschen auf ein paar Punkte eingehen, auch auf ein paar Aussagen von meinem Kollegen Christian. Ja, bezüglich Subjektfinanzierung etc., da haben wir Anträge eingebracht, die sind im Moment noch nicht mehrheitsfähig. Darum sind wir auch froh, ist das Gesetz befristet, dass man dann die Sache wieder diskutieren muss. Wir haben ursprünglich 5 Jahre befristet gewählt, weil die Diskussion, die Welt ändert sich schnell, da gebe ich dem Christian recht. Wir haben 5 Jahre gewählt, sind wir leider auch nicht durchgekommen, haben sie immerhin von 10 auf 7 runter können handeln. Gibt es eine Garantie, dass, wenn wir das nächste Mal darüber diskutieren, es besser wird? Nein, die Garantie gibt es in der Politik nie. Aber bei einem Nein geht es mit der jetzigen Finanzierung, die auch auf den alten Strukturen aufbaut und überhaupt nicht Strukturwandel behandelt, einfach geradeaus weiter. Und es hat nicht mal ein Datum, wenn man das zwingen muss, diskutieren. Also mit der Annahme wäre wenigstens die Diskussion zwingend lanciert, leider erst in 7 anstatt in 5 Jahren. Ich möchte noch schnell ein bisschen auf das Thema die Grossen eingehen. Also erst einmal, Christian, herzlichen Dank, dass du zeigst, dass es den Grossen gut geht. Das ist ja das Problem. Das ist nicht das Pro für deine Seite, das ist das Pro für meine Seite. Die Grossen können sich durchtanken. Die haben noch andere Einnahmequellen wie Homegate oder Stellenbörse etc. für Querfinanzierungen. Wer leidet, das sind die Kleinen, die eben mit der Grundinfrastruktur, die du halt doch ein bisschen brauchst, damit du ein bisschen Leute engagieren kannst, absolut nicht schlagen können.
Und dann auch deine Sache, ja, Online-Medien, die sind nicht überlebensfähig und das sind krasse Änderungen, die das Gesetz vorsieht. Sorry, die Welt, die Medienwelt ändert sich krass. Also muss sich ja das Gesetz auch ändern. Oder willst du neue Probleme mit den alten Rezept lösen? Ich weiss nicht, ist das die FDP-Philosophie? Es gibt neue Probleme, wir machen die alten weiter. Es gibt krasse Änderungen in der Medienwelt. Also muss eine Frage, wie der Staat die Medien unterstützt, auch durchaus krasse Änderungen geben. Also auch das ist eine zwingende Konsequenz, eine logische Konsequenz, dass man die Art und Weise, wie man Medien unterstützt, muss überdenken. Und dann hat die Frage, die Online-Medien sind nicht überlebensfähig. Ja, Entschuldigung, es muss sich nicht alles privatwirtschaftlich finanzieren. Wir sind uns einig, dass sich die Polizei nicht privatwirtschaftlich finanzieren soll. Das ist ein Kernauftrag vom Staat, der, glaube ich, andere Finanzierung verdient. Jetzt ganz so im innersten Kern ist wahrscheinlich die Meinungsvielfalt und die Meinungsbildung nicht. Aber für mich ist es nicht auch irgendwie ein Vanilleglasse, wo halt sich, ja, wenn es die Leute nicht gern hat, dann isst es niemand und dann soll es halt sterben. Meinungsvielfalt ist für Demokratie wichtig und zwar insbesondere eben auch die kleinen Meinungen, die immer wieder den Impuls geben, das Bestehende zu überdenken. Wenn nur die grosses Geld bekommen und die überlebensfähig sind, dann werden wir aufhören, uns selber zu hinterfragen. Jetzt, warum dann überhaupt die Grossen? Ich bin gegen einen harten Cut, weil dann fängt man an, wieder zu sagen, ja, das sind die Guten und das sind die Bösen und das ist schlecht. Im Gesetz ist klar verfasst, dass die Kleinen mehr profitieren als die Grossen. Also dort tut man ein bisschen Gegendruck geben, aber einfach gerade die Grossen komplett wegschneiden, sorry, nein, das ist es definitiv nicht. Das ist nicht der Ansatz. Ich gehe schon meine Notizen durch. Ich glaube, ich habe die meisten Punkte, oder sonst musst du sagen, Nicola, wenn ich eine Frage vergessen habe. Ich habe es mir nicht ganz in der Reihe voll durchgegangen. Gut, danke. Jörg, für den Moment ist super. Ihr könnt nachher noch ein Abschlussstatement machen nach der Diskussion, beide. Nicola, darf ich schnell intervenieren? Ja. Ich müsste wirklich ein Nachtessen können, wenn ich Gastgeber bin. Also ich würde mich gerne ausklinken, sonst also no problem. He. Das ist gut. Wenn du willst, kannst du noch zwei Sätze Abschlussstatement machen, in dem Fall. Ja, wirklich nur noch zwei Sätze. Also eben erstens, ja, die Änderung in der Medienwelt ist krass, es wird Änderungen nach wie vor geben, aber wenn ich es jetzt einfach in einem Synonym nehme, oder? Wenn man für 1 Franken Online-Medienumsatz bis zu 60 Rappen vom Staat überkommt, ist das mehr als ein Landwirt überkommt bei den Direktzahlungen. Und es kann einfach kein Zukunftsmodell sein und wenn man das einmal eingeführt hat, das ist irreversibel, dann wird man ewig die Subventionen müssen weiterführen müssen, weil sonst gehen die Medienhäuser, die nicht selbstständig auf den Beinen können, steigen wieder ein. Und das ist einfach eine Fehlkonstruktion von dieser Gesetzgebung. Ich kann das nicht mehr ändern. Aber das müsst ihr euch schon überlegen, ob ihr so in eine Medienlandwirtschaft hineinweht oder das dann als Grundversorgung so subventionieren wollt. Ich hoffe es nicht. Eine gute Entscheidung nach Zürich aus dem schönen Luzern, wo ich momentan bin. Merci vielmals. Danke vielmals, Krieg, du bist vorbeigekommen. Und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Ciao, Nico. Ciao. Ciao. Gut, dann kommen wir zur Diskussion und ich bitte euch, euch zu melden, wieder mit Hand erheben, dass ich euch dran nehmen kann, wenn ihr ein Statement habt. Stefan, du kannst gerade anfangen, du hast dich schon vorher gemeldet gehabt. Merci vielmals, Nicola, hallo zusammen. Der Jörg tut letztlich mit seiner Argumentation seine Position unterminieren. Die Änderungen sind extrem krass und das Gesetz wird die Änderungen nicht können aufhalten. Wir probieren mit zusätzlichem Geld eine Struktur aufrechtzuerhalten, die so nicht funktioniert. Die NZZ und andere Blätter kann sich nicht mehr leisten, auch wenn sie es ein bisschen günstiger würden. Das ist nicht die Lösung. Und entspricht sonst allem nicht, wofür dass wir stehen. Also wir geben mehr Geld aus, es wird nicht funktionieren, wir erhalten Strukturen à la Landwirtschaft, die wir gehört haben. Die Medien sind extrem wichtig und für mich ist der einzige Ansatz Subjektfinanzierung und die darf sehr gerne grosszügiger ausgestaltet sein, als was der Kegel Wasserfall vorhin in den Raum gestellt hat. Merci vielmals, Stefan. Jetzt Werner und nachher Florian. Okay.
Also ich kann nur eins sagen, es gibt Online-Medien, die funktionieren, zum Beispiel die Republik, also die Aussage ist nicht korrekt. Dann haben wir das Problem gerade beim Fernsehen, SRF. Das Angebot muss immer breiter werden. Wir brauchen auch online immer mehr Angebot. Wir müssen ja auch die lokale Filmindustrie irgendwie noch ein bisschen am Leben behalten, sonst kommen nur noch die amerikanischen. Dann haben wir die kleinen Zeitungen, die haben auch Probleme. Es ist schwierig, überhaupt noch etwas zu machen. Es wird ja alles teuer. Und dann haben wir das Problem, Versandkosten steigen auch und das Geld kommt ja wieder zurück. Also wir haben schon verschiedene Posten, die man da muss berücksichtigen muss. Danke vielmals, Werner. Florian? Ja, ich finde es gut, dass die Republik angesprochen wird, weil die Republik hat eben genau einen sehr guten Artikel über das Mediengesetz geschrieben. Einerseits schreiben sie dort, dass die Republik ein ziemlich Sonderfall ist und dass auch sie mehrmals kurz davor sind, zu schliessen. Weil auch das ist nicht sehr rentabel, was sie machen. Sie sind einfach froh, dass sie halt so eine Community haben, die sie unterstützt. Aber das ist absolut nicht selbstverständlich. Der Regelfall ist, dass viele Leute nicht mehr bereit sind, zum für Medien zu zahlen, aber trotzdem konsumieren sie Medien. Wir alle konsumieren Medien. Wir alle sind mega abhängig von Medien, sonst könnten wir uns keine Meinung zu Abstimmungen bilden. Und vor allem bei regionalen Sachen. Ich meine, regionale Medien sind häufig nur online und Online-Medien werden mit dem Gesetz nur unterstützt und vorher gar nicht unterstützt. Das ist extrem wichtig, zum Beispiel auch für uns Junge, dass wir mal die Möglichkeit haben, wenn wir regional etwas haben, dass wir auch mal können, ein bisschen Plattform bekommen. Das ist irgendwie bei einem Tagesanzeiger ist das für uns ein bisschen schwieriger, aber dass wir auch Erfahrungen sammeln können, dass wir selber ein bisschen präsentieren bei lokalen Medien, das ist für uns ab und zu auch noch wichtig. Und was die Republik in dem Artikel, den ich angesprochen habe, auch eben schildert, ist, dass die grossen Medienkonzerne sowieso gewinnen, dann Rezette Februar. Egal, ob wir Ja sagen oder Nein. Wenn wir Ja sagen zu dem Mediengesetz, dann kommen sich ein bisschen mehr Geld über. Geld, das wir jetzt bei Abschaffung der Stempelsteuer ja sehen, 250 Millionen sind für den Bund gar nichts. Also das heisst, 150 Millionen sollte dann auch möglich sein, um für die Medienvielfalt auszugeben. Und wenn wir das Gesetz ablehnen, dann können sie auch. Weil sie kommen mehr Macht über. Das Problem ist, sie kaufen immer mehr Medienhäuser auf, immer mehr kleine Medien auf. Und das heisst, wenige Leute entscheiden darüber, über was in der Schweiz berichtet wird. Und das ist ein grosses Problem, vor allem, weil man die Medien immer wieder so als die vierte Gewalt sieht. Darum möchte ich dazu animieren, zum Ja-Stimmen zum Gesetz, wenn es nicht perfekt ist vielleicht, aber dass uns die Demokratie und Medienvielfalt 150 Millionen Franken zertifiziert sind. Danke vielmals, Florian. Dann als nächstes eine Person, die sich mit TS angeschrieben hat. Wer bist du? David Thomas Stempfli. Ah, das. Also, ich halte das Gesetz für absolut anachronistisch, also total veraltet. Im Sinn, wir zahlen dafür, dass Papier bedruckt wird und mit Benzin verteilt wird. Das ist die Hauptausgabe von dem Gesetz. Und für was digitalisieren wir die Welt? Damit die Leute digital ihre Information konsumieren und wir wegkommen von Papier und Papier verteilen. Und schon aus dem Grund kann ich nicht verstehen, es ist weder grün, weil es fördert den CO2-Ausstoß, noch ist es liberal. Und deswegen plädiere ich ganz stark dafür, das abzulehnen. Herzlich willkommen, Thomas. Wir kommen zum Phil. Danke vielmals. Ich würde auch gerne sagen, dass es ein Trugschluss ist, wenn man meint, dass man kleine Medien aufrechterhalten können, indem man grosszügig subventionieren. Wir sind in der Marktwirtschaft, die Kleinen werden aufgekauft und Abhängigkeit wird sehr stark missbraucht, für politische Richtungen einzuschlagen. Wir sollten das wirklich ablehnen. Es ist eine ganz, ganz gefährliche, gut gemeinte, aber eben gefährliche Haltung, wenn wir so wie der Landwirtschaft massive Subventionen einschlagen. Wir müssen mit unserem Budget haushälterisch umgehen. Und so wird sicher nicht Journalismus und Demokratie gefördert. Danke vielmals. Danke dir, Phil. Jetzt kommen wir zum Ueli, nach Corinna. Hallo zusammen. Mich stören zwei Punkte daran. Das eine ist, dass, wenn ich die Folie vom Wasserfall richtig verstanden habe, gehen 70% vom Geld an die Grossen, die es nicht nötig haben.
Und dann auch noch, eben, wie gesagt worden ist, zum Papier das Produzieren in der Welt umzuschieben. Und das Zweite ist, die anderen 30%, die gehen an Medien, wo man sich wirklich muss fragen, ja, trägt das zur Meinungsvielfalt bei? Oder einfach dafür, dass ein paar Journalisten können, ohne Publikum ihre Meinung oder ohne signifikantes Publikum ihre Meinung weiter verbreiten. Und ich denke, der Automatismus, dass man mehr kleine Medien hat und automatisch mehr Meinungsvielfalt hat, der leuchtet mir auch nicht ein. Und ich erinnere mich jetzt, vor knapp 30 Jahren hat Professor Roger Blume der Uni Bern mal so rhetorische Studenten gefragt, ja, wann hat man mehr Meinungsvielfalt, wenn man in den 30 grössten Schweizer Städten je eine eigene Zeitung hat, eine unabhängige, oder wenn man in der ganzen Schweiz nur noch zwei Zeitungen hätte, die aber im ganzen Land verbreitet, also verteilt werden und das Gebiet abdecken. Und darum denke ich, da kommt von ganz vielen Annahmen aus mit dem Gesetz, wo vielleicht auf den ersten Blick einleuchtend tönen, aber nicht wirklich logisch sich können begründen. Und darum bin ich auch gegen das Gesetz. Danke vielmals, Ueli. Corina, nachher Benji. Und bitte meldet euch noch, wenn ihr jetzt noch ein Statement habt. Nachher würde ich die Redner in eine Liste schließen. Corina. Ja, vielen Dank, Nicola. Ich würde auf zwei Punkte eingehen aus der demokratiepolitischen Forschung, wo wir die Medienentwicklung in den letzten Jahren ja auch intensiv beobachtet hat. Zwei Sachen hat man in allen Ländern gesehen. Das erste, dort, wo freie Medien, wo die Medien nicht mehr da sind, dort steigt die Korruption. Das sieht man überall, das sieht man auch bei Beispielen aus mehreren Ländern, dass das etwas ist, was zusammenhängt. Was auch zusammenhängt, ist, dass dort, wo es keine regionale Berichterstattung mehr gibt, dass es dort so ist, dass die Lokalen dann auch das Gefühl haben, ja gut, da kann ich ein bisschen schalten und walten, da kann ich Dorfkönigin spielen und gebe dann auch mehr aus. Das sieht man ebenfalls dort, wo es keine regionale Berichterstattung mehr gibt, dort steigen die Staatsausgaben. Also es ist nicht unbedingt für uns als Steuerzahlerin besser, wenn wir jetzt sagen, ja, wir wollen niemanden, der uns genau auf die Finger schaut. Es ist sogar günstiger, wenn wir eben eine funktionierende vierte Staatsgewalt quasi haben. Jemand, der eben kritisch das Ganze begleiten und auch Transparenz schaffen. Ich selber bin in der Geschäftsprüfungskommission vom Nationalrat und wir haben dort ganz, also bei jeder Sitzung haben wir auch immer einen Blick auf Berichterstattung und schon sehr viele grössere und kleinere Skandale oder Sachen, die nicht gut laufen, sind aufgedeckt worden und haben dann auch, wie wir da drauf quasi da das Scheinwerferlicht überhaupt auf Missstände drauf geworfen worden ist, erst dadurch haben wir überhaupt können unsere Arbeit machen. Also es ist eine wichtige staatspolitische Funktion, die die Medien haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt finde ich ganz wichtig aus demokratiepolitischer Sicht. Wir haben eine direkte Demokratie, ein System, das wichtig ist, dass man an den Abstimmungen teilnimmt. Jetzt hat man aber gesehen, dass dort, wo die lokale Berichterstattung fehlt, dass dort, wenn nicht mehr darüber berichtet wird, dass dort auch immer weniger Leute gehen abstimmen. Die Stimmbeteiligung sinkt, wenn niemand mehr darüber berichtet. Das sind die zwei Sachen aus der Demokratie, politische Forschung, die zwei Entwicklungen, die man mit Besorgnis beobachtet tun. Das sind Sachen, wo wir in Zürich, wo noch eine grössere Abdeckung haben, auch schon können sagen, ja, das ist in dem Sinn bei uns weniger relevant. Wir haben noch mehrere Medienhäuser. Wir haben aber kleinere Kantone, Regionen. Wir haben die Romandie, wir haben das Tessin, wo es noch viel schwieriger ist, dort ein funktionierendes Geschäftsmodell zu haben. Und die nationale Kohäsion, die kann uns nicht egal sein. Darum ist es wichtig, dass wir dort im Sinn auch von dem, von der Ganze von uns als Land zu dieser Vorlage, die auch anschauen und die auch in dem Sinn beurteilen. Es ist klar, dass nicht das ganze Paket so, oder wenn wir Grünliberalen das ganze Paket hätten können selber bestimmen, dann hätte es anders ausgesehen. Das ist klar. Aber die Frage ist dann, wenn wir am Schluss, wenn wir nochmal anschauen, was haben wir reingebracht, was haben wir können
können da auch mit reinbringen, und das haben wir können. Wir haben nicht Online-Medien, die ganz draußen sind, das ist uns ein wichtiger Punkt gewesen. Im Gegenteil, die sind jetzt drinnen, die sind bis jetzt nicht drin gewesen. Wir gehen also richtig eine Subjektorientierung. Das sind Punkte, die jetzt drinnen sind, und wenn man im Gesamtkontext dann die Vorlage anschaut und das Ziel nicht aus den Augen verliert, dann muss man die Vorlage, so wie der Jürgen gesagt hat, mit der dann zustimmen und da dafür sein. Danke. Merci vielmals, Corina. Ich würde jetzt die Rednerinnen-Liste schliessen. Wir haben jetzt noch ein paar Leute, die sich gemeldet haben. Zuerst Benji, nachher Gregor, nachher Tiana. Und versucht euch ein kurz zu fassen, bitte. Ja, ich melde mich auch noch kurz. Und zwar, eben, wir haben es vielleicht in Zürich noch nicht so gemerkt, mit Medienkonzentration, aber in vielen Regionen von der Schweiz ist das ein riesen Thema. In der Romandie sind mehrere Titel weggefallen, einfach so ersatzlos in den letzten Jahren. Und das beschleunigt sich. Und die Grossen haben nur darum noch gewonnen, weil sie einfach die Redaktionen schliessen, oder? In Bern, in einem grossen Kanton, hat man einfach von einem Zwei-Redaktionen-Modell, Berner Zeitung und Bund, hat man es einfach, ist jetzt nur eine Redaktion, oder? Und die Medienvielfalt, die ist eben schon relevant, wenn man natürlich 30 verschiedene Titel hat, dann tun 30 verschiedene Redaktionen, gibt es Meinungsbeiträge, schaut man Themen von verschiedenen Blickwinkeln an. Hingegen, wenn es einfach eine Mantelredaktion gibt und der Tag die einfach, beziehungsweise die Medien einfach die gleiche Meinung auf die ganze Schweiz verbreitet, haben einfach wenige Leute sehr viel Macht. Hingegen, man hat weniger Recherchekapazität, um genau denen auf die Finger zu schauen, wo man... Jetzt hört man dich gerade nicht mehr. Sorry. Kann ich noch? Hört man mich wieder? Ja. Gut. Also die Recherchekapazitäten fallen immer mehr weg. Und darum ist es wichtig, dass wir da unterstützen. Ich bin auch nicht voll Fan von dieser Strukturerhaltung. Aber wenn wir da nachher können übergehen zu einer Subjektfinanzierung, ist das sicher gut. Wichtig ist auch noch, Medienwissenschaftler sagen, durch das, dass es formale Kriterien sind, gibt es keinen Einfluss auf Berichterstattung. Also es gibt kein Problem von das, was mit dieser Katze und so die Hand, die einem füttert, beißt man nicht. Die Problematik gibt es nicht aus medienwissenschaftlicher Sicht. Danke. Danke dir, Benji. Gregor. Wunderbar, danke schön. Wir sagen es gerade von vornherein. Ich bin dafür, dass die GLP das Mediengesetz zur Ablehnung empfiehlt. Ganz simpel, also wir wissen, es braucht Problemstellungen, es braucht Lesungen. Wir schlagen aber vor, das schlussendlich mit Subventionen zu machen. Oder wir sind die Partei, die durchaus dafür steht, dass man nicht Subventionen ausbildet, sondern immer im Gegenteil, alle möglichen Ecken und Enden. Und jetzt kommt man hin und sagt, in diesem spezifischen Fall wollen wir als GLP dafür sein, dass man Subventionen ausbildet. Es heisst ja, dass es nach 7 Jahren aufhört. Mir soll ja jemand sagen, welche Subventionen tatsächlich nach einer festgesetzte Periode, die tatsächlich aufgekehrt haben. Das gibt Abhängigkeiten. Das wird unmöglich sein, nach 7 Jahren vollständig aufzuzehren. Im Gegenteil, es wird allenfalls die Struktur erhalten und Wirkung, die es jetzt hat, wird ausgedehnt werden, weil man ja die Strukturen fördert und neue Strukturen grundsätzlich ausschließt. Also man zementiert die Situation, man löst eigentlich kein Problem damit. Wir müssen sich einfach bewusst sein, Subventionen werden den Markt nicht effizienter machen. Wenn man jetzt von einem Marktversagen redet, was ich bezweifle grundsätzlich, aber wenn man von einem Marktversagen redet, dann wird eine derartige Subventionsausgestaltung in Schnitt dazu befähigen, in 7 Jahren einen besseren Markt zu haben. Sondern es wird uns dazu befähigen, in 7 Jahren mehr Marktversagen zu haben, also mehr Begründung für mehr Subventionen. Das heisst, wir lesen nichts, wir machen es eigentlich nur schlimmer. Es ist schön, wenn man sieht, dass wir geben 150 Millionen für Medienvielfalt aus, aber eigentlich machen wir die ganze Situation schlimmer, wir machen sie abhängiger vom Staat, wir lesen kein Problem damit. Danke dir, Gregor. Tiana.
Ja, danke vielmals. Ich möchte vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen, wie wir das auch in der nationalen Fraktion beurteilt haben und warum wir zum Ja gekommen sind in der nationalen Fraktion und auch im nationalen Vorstand. Und die Frage ist ein bisschen, wie gross schaut man das Problem an? Wie dramatisch ist eigentlich die Situation? Und dann hat man das Gefühl, muss man etwas machen oder nicht? Und wir haben schon, man muss sehen, seit dem Jahr 2000 sind ca. 72 Titel in der Schweiz verschwunden. Also es hat eine massive Bereinigung gegeben, es hat eine Konzentration gegeben in der Medienlandschaft. Und man steht jetzt von einer Situation, wo man weiss, dass ganz viele weitere Kleine werden eingehen, wenn man nichts macht. Und unter dieser Ausgangslage hat man sich im Parlament eigentlich zusammengerauft. Und das ist es. Wir haben uns extrem intensiv mit dem auseinandergesetzt und haben, es ist jetzt verschiedentlich gesagt worden, auch vom Jörg, am Anfang, selbstverständlich haben wir nicht alles erreicht, aber irgendwann steht man vor der Situation, und ich glaube, das müssen wir uns auch überlegen als Partei, steht man vor der Situation und das Paket und muss sagen, okay, es ist nicht hundertprozentig das, was wir wollen. Es ist jetzt vielleicht auch kein Drama, es basiert auf bestehenden Instrumenten, weitgehend abgesehen von der Online-Förderung, die wir haben. Und wir können für das bestehende Problem, das wir als gravierend anschauen, eine Lösung bringen. Und man muss schon sehen, also das Ziel von dem Paket ist Qualitätssteigerung, darum geht es unter anderem zu den Grossen, und Medienvielfalt. Und dieses Ziel, da kann man sagen, was man will, man kann ausrufen, über dass noch Geld zu den Grossen geht, das geht, aber es geht nicht 70%, wie der Christian Wasserfall das gesagt hat, sondern es ist umgekehrt, das ist jetzt ein x-fach in der Presse beleidigt wurde. Es geht 70% geht zu den Kleinen und den Mittleren. Und man muss es recht turnen, dass man das kann sagen, was Christian Wasserfall gesagt hat. Das ist einfach falsch, das stimmt nicht. Das ist jetzt schade, schon nicht mehr da. Es wird immer wieder gebracht, aber ja, das ist falsch. Und wenn wir wollen, dass wir den Strukturerhalt können stoppen, ein Stück weit, nicht lösen, selbstverständlich, gebe ich euch recht, aber ein Stück weit bremsen und stoppen, dann muss man etwas machen. Und ich weiss nicht, ganz ehrlich, wie wir in so einer direkt demokratischen Demokratie und so einer dezentralisierten Demokratie wie der Schweiz funktionieren sollen, wenn wir nicht regionale Berichterstattung haben. Das ist einfach meines Erachtens fast nicht möglich. Und in dem Sinn haben wir in einer institutionellen Güterabwägung Ja gesagt. Und ich glaube, das ist das, was für uns zentral muss sein. Was bedeutet uns das institutionelle Argument? Es geht um eine institutionelle Frage. Und die Grünliberalen haben sich immer bei institutionellen Fragen sehr klar eigentlich geäußert. Auch jetzt in der ganzen Corona-Krise abgesehen davon. Und in dem Sinn, finde ich, ist es ja richtig. Wir haben eine Beschränkung drin und wir fangen nach 4 Jahren, fangen wir wieder an. Wie kommt die erste Evaluation? Und dann wird man schauen, kann man zum Beispiel die Online-Förderung ausbauen, wo die Gegner eigentlich, wo jetzt nicht die kritischen Stimmen bei den Grünliberalen, aber die Gegner, die jetzt vor allem das Referendum führen, massiv bekämpfen, kann man das zum Beispiel ausbauen oder nicht. Und man muss einfach sehen, so gerne wir online fördern, das sind Millionen von Zeitungen, werden jeden Tag verteilt und gelesen. Und das ist nach wie vor für unser Land wichtig. Man kann nicht per Knopfdruck einfach sagen, jeder muss am 6 Uhr morgens ein E-Paper abladen. Also ich denke, das Ja ist richtig, aus diesen institutionellen Gründen. Und ich hoffe auch, dass es ja wieder an die Urne geht und dann wird man die Arbeit im Parlament wieder neu anfangen und den Strukturwandel entsprechend auch begleiten. Merci. Danke vielmals, Tiana, auch für den Einblick noch in die nationale Fraktion. Jetzt Samira, nachher Ursi, nachher Mario. Und wir sind schon hinter der Zeit jetzt. Wir haben eigentlich geplant, jetzt Pause zu machen. Darum bitte haltet euch kurz. Samira. Ja, ich wollte noch etwas sagen zu den grossen Medienhäusern. Ich habe ein paar Jahre lang bei der Tamedia geschafft und auch intern hat es immer wieder die Diskussionen gegeben, sollten die neuen digitalen Geschäftsbereiche den journalistischen Bereich quer subventionieren. Also wenn die Profitabilität dort sinkt, sollte das dann einfach hingenommen werden oder sollten dort auch entsprechend halt Kosten gesenkt werden, sodass das in sich profitables Geschäftsfeld ist. Und ich bin klar der Meinung, dass es keine Quersubventionierung geben sollte. Also Tamedia ist gewinnorientiert und sollte das auch bleiben. Und sie werden auch, wenn weiterhin die Subventionen nicht kommen, dann werden sie weiterhin Kosten einsparen und Qualität wird darunter leiden. Und darum finde ich, wir müssen für uns die Überlegung machen, ob wir eine qualitative und diverse Medienlandschaft wollen haben. Und ich sehe auch viele Aspekte vom Gesetz als sehr kritisch an, auch nicht optimal gelöst. Aber trotzdem ist für mich quasi der Vorteil für unsere Demokratie von einer guten Medienlandschaft so wichtig, dass ich jetzt die Nachteile von dem Gesetz auch hinherstellen und entsprechend würde ich auch sagen. Danke vielmals, Samira. Ursin?
ich möchte ein bisschen Optimismus verbreiten für das Gesetz. Und ich traue nämlich unserem Parlament zu, dass es schafft, dass man diese Situation wieder abschafft. Wir machen hier ein Gesetz für 7 Jahre. Es hat ein Ablaufdatum und damit ist auch alles, was damit gesprochen worden ist, ist wieder hinfällig nach diesen 7 Jahren. Und es ist in diesen 7 Jahren der Verlag nicht verboten, sich weiterzuentwickeln. Die Entwicklung geht vor, das wissen wir alle. Wir brauchen einfach auch wir Leser vielleicht noch ein bisschen Zeit. Und die Zeit als Chance nutzen, dass man da wirklich nachher in die digitale Zukunft besser gerüstet hineingeht. Und was wir auch noch daran denken, wir stimmen jetzt über das Gesetz ab und die Verordnung kann dann noch all die ganz vielen wichtigen Details, die jetzt gesagt worden sind, in der Verordnung noch regeln. Darum, ich denke, es ist wirklich eine Chance, das Gesetz für die Übergangszeit von 7 Jahren noch anzunehmen. Danke. Super, merci Ursi. Mario, als Letzte. Ja, ich kann mich eigentlich gerade Ursula anschliessen und ein bisschen Optimismus verbreiten. Es ist ja nicht so, dass jetzt in 7 Jahren einfach dann Geld irgendwie ins Vehikel gesteckt wird, was ich nicht weiterentwickeln tue. Und bei dir ganz klar für ein Ja. Und ich möchte auch noch zum Gregor sagen, der gefunden hat, wir dürfen da alte Strukturen am Leben behalten, wir dürfen da Leichen am Leben behalten. Das sehe ich überhaupt nicht so. Wenn wir genau zum Beispiel die Online-Medienförderung drinnen haben, die wir vorher nicht hatten. Und ich glaube, gerade Online-Medien, das wird die Zukunft sein. Das ist ja dort, wo die Jungen schlussendlich Informationen konsumieren, wo sie Informationen herholen, wo sie sich dann für die Demokratie vorbereiten. Und darum, aus Sicht der Jungen, ist es gerade wichtig, dass wir Online-Medien auch mitfördern. Und dann vielleicht noch der zweite Punkt mit der Regionalwette, das ist auch schon ein paar Mal gesagt worden. Ich glaube, wenn man von Unabhängigkeit redet und dann gleichzeitig werden immer mehr Blätter auch zusammengelegt, immer mehr Zeitungen zusammengelegt, fragt sich dann schlussendlich auch, wo da die Unabhängigkeit ist, wenn einfach alle das Gleiche schreiben. Das ist heute schon sehr häufig der Fall, dass in verschiedenen Zeitungen eins zu eins das Gleiche steht. Wenn die eine den Fehldruck gemacht hat, ist es noch in 10 anderen Zeiten ebenfalls der Fall. Und ob das dann wirklich unabhängig ist, ob man so unabhängig sich Informationen holen kann, sei dahingestellt. Und ich glaube, wenn wir zu dem Gesetz Nein sagen, dann tun nicht einfach ein paar grosse Medienhäuser oder ein paar private Personen. Ich meine, wenn wir an Herr von Herliberg denken, der hat bereits 30 eigene Zeitungen gekauft. Und ich glaube, wir müssen genau solchen Leuten in die Hand spielen, wenn wir zu den Mediengesetzen Nein sagen, dass sie sich einfach noch mehr Macht können zuordnen. Der Florian hat schon gesagt, wenn wir Nein sagen zu dem Gesetz, werden einfach grosse Verlage oder auch private Millionäre, Milliardäre, die Zeitungen zusammenkaufen, mehr Macht haben. Darum plädiere ich wirklich dafür, das Gesetz ist, wir haben es mehrfach schon gehört, sicher nicht perfekt. Es wäre schön, wenn wir es ohne Medienförderung würden anbringen, unabhängige gute Medienqualität zu haben. Ich glaube, eine Alternative haben wir heute Abend nicht gehört. Und darum plädiere ich klar für ein Ja zu den Mediengesetzen. Danke auch dir, Mario, und allen, die sich da eingebracht haben in dieser Debatte. Ich möchte euch kurz darauf hinweisen, dass das erste Mal ist seit ganz langer Zeit, wo wir 50% weibliche Beteiligung haben in der Diskussion. Sehr cool. Ich glaube, das ist jetzt, wir haben gemeint, Tour d'Horizon gemacht. Jörg, du kannst noch 2 Sätze zum Abschluss machen, nachher kommen wir zur Abstimmung. Herzlichen Dank. Etwas, was wir uns überlegen müssen, in Zukunft Meinungsvielfalt ein Produkt ist, das ich selber finanzieren kann. Ich behaupte nein. Das heisst, entweder werden die wenigen Grossen, die überleben, noch weiter runterfahren und für neue wird es erst recht unmöglich, wieder einzusteigen, also Meinungsvielfalt erzeugen. Oder aber sie werden das machen, was zum Beispiel in Amerika passiert. Sie werden Geldquellen annehmen und denen dann wirklich, wessen Brot ich esse, dessen Leid ich sind. Also die Abhängigkeiten wird es in Zukunft geben. Meinung ist kein Produkt in sich selber, das ich nicht selber kommerziell finanzieren kann. Wenn wir eine staatliche Förderung haben, dann entsteht dort Abhängigkeit. Aber dank unserer direkten Demokratie und Parteienvielfalt können wir eben dort sagen, hey, es ist eine finanzielle Unterstützung, aber es ist keine inhaltliche Abhängigkeit. Wenn private Geldgeber die Medienhäuser übernehmen und das als Meinungsmacheprodukt benutzen, eben nicht als in sich tragende Sache, sondern als Instrumentarium, um ihre Meinung durchzusetzen, dort haben wir keinerlei Kontrolle und keine Gegenwirkung. Also in unserer Demokratie ist die politische Kontrolle, dass das eben nicht missbraucht wird von der Regierung, die ist vorhanden, privat finanziert ist das nicht.
Das Gesetz sehe ich als Übergangsgesetz an. Es hat erste Versuche drin, online etc., wo in die Richtung geht, und es hat noch viel Altes drin. Jetzt können wir natürlich sagen, das Gesetz ist schlecht, wir wollen dann mal ein anderes. Ja, das wird wahrscheinlich viel weniger passieren, wenn wir ein Nein machen, weil dann hat es keinen Termin drin, wenn wir das Thema wieder angehen müssen. Und vor allem gewinnen die Deutungshoheit, wie ich es schon gesagt habe, die sagen, staatliche Finanzierung gar nicht, das ist immer schlecht. Aber nein, in der Schweiz können wir einen anderen Weg machen. Die Frage ist wirklich, wenn wir jetzt nicht etwas machen, wie viel überlebt noch, bis mal die Schweiz und Politik wieder Mut hat, das Thema zu diskutieren. Am Schluss sind es zwei grosse, das ist ja gesagt worden, wieso nicht zwei grosse, haben schon überall viel kleine. Wenn wir nur noch zwei oder nur noch ein grosse, sagen wir haben nur noch zwei grosse. Die haben dann ein Duopol, wo niemand mehr irgendwie auch noch eine Chance hat, trainiert zu kommen. Das ist dann eine festgefahrene Situation, wo eine Strukturfixierung zubetoniert bis zum geht nicht mehr. Also jeder, der findet, hey nein, da muss ein Wandel geben. Wenn wir bei zwei unten sind, die sind so platziert schon, da wird jetzt kein Wandel mehr möglich sein und auch kein Dogmawechsel mehr hin, sondern sagen, hey, Meinungsbildung hat auch einen staatlichen Inhalt. Es ist nicht Vanilleglasse versus Erdbeerglasse, sondern es geht um viel mehr verschiedene Meinungen, die frei von kommerziellen Gedanken um die Meinungshoheit, um die Abstimmungsempfehlungen, um die Voten an der Urne sollen kämpfen. Demokratie, Meinung ist keine Klasse, so gerne ich Klasse habe. Ich danke für euer Ja. Merci vielmals, Jörg. Ich denke, dass du dich nicht an die zwei Sätze wirst halten. Ist prompt eingetroffen und jetzt habe ich auch so richtig Lust auf Vanilleglasse. Ich gehe nachher in der Pause schnell schauen, ob es das hat bei mir im Kühlschrank. Jetzt würde ich aber sagen, wir kommen jetzt zur Abstimmung und bitte dich, Fiona, um sie einblenden. Dann bitte alle abstimmen. Noch 10 Sekunden. Noch 5. Dann schließen wir die Abstimmung. Fiona, kannst du die Zahlen sagen? Sehr gern. Wir haben 85 Ja-Stimmen, also Unterstützung vom Mediengesetz, zu 33 Nein-Stimmen bei 6 Enthaltungen. Damit ist eine Ja-Parole beschlossen. Gut, herzlichen Dank für die gute Diskussion und die Parole. Und wir haben jetzt Pause. Wir machen um 20 vor weiter, also 8 Minuten zum Glasse holen. Bis gratis.
So, wir lehnen wieder los. Kommen wir bitte wieder zurück. Gut, immer mehr kommen zurück vom Kühlschrank. Ich komme auch Nachrichten über, das ist sehr schön. Mein Glacé war fein, zum Beispiel. Ich habe ein Haselnussglacé. Sehr fein. Und ich würde sagen, wir starten in die zweite Runde zum Thema von Dessert zu Tabak. Das ist ein bisschen ein brüsker Übergang. Wir haben zwei spannende Gäste bei uns. Der Michael Schlunecker, er ist vom Ja-Komitee, Komitee Zürich Kinder ohne Tabak, ja, und ist auch Geschäftsführer von Lunge Zürich. Und wir haben den Philipp Kutter, Nationalrat von der Mitte. Schön sind ihr beide mit dabei und diskutieren mit uns heute Abend. Und ich würde sagen, Michael Schlunecker, gerne der erste Teil von der Präsentation. Auch 7 Minuten hin. Sehr gut, herzlich, also merci vielmals für die Einladung, dass ich hier die Ja-Argumente für die Volksinitiative Kinder ohne Tabak präsentieren kann. Ich bin, wie gesagt, Geschäftsführer von Lunge Zürich, das ist die Lungenliga. Ja. Bevor wir loslegen, ich glaube, es gibt eine wichtige Frage, die ihr euch müsst beantworten müsst. Tut ihr die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen höher gewichten als die Milliardengewinn von der Tabakindustrie? Das ist am Schluss die relevante Frage, um zu einer Parole zu kommen. Im nächsten Slide bitte. Die Tatsache ist, die Tabakindustrie hat ein riesiges Problem. Jedes Jahr sterben ihr 9500 treue Kunden weg. Die gehen nicht eben zur Konkurrenz, sondern die sterben. Und das bedeutet nichts anderes als alle 55 Minuten gibt es in der Schweiz einen tabakbedingten Todesfall. Ich weiss jetzt nicht, wann er angefangen hat mit dieser Sitzung, aber also während dieser Sitzung sind wahrscheinlich schon 1 bis 2 Personen an der Folge vom Tabakkonsum gestorben in der Schweiz. Nächster bitte Slide. Die Tabakindustrie hat aber auch eine Lösung. Weil die Tabakindustrie weiss, dass 60% der Rauchenden beginnen als Minderjährige mit dem Tabakkonsum. Wir wissen aus Studien, dass das durchschnittliche Einstiegsalter 14 Jahre ist. Also man beginnt extrem früh. Und auf dem nächsten Slide. Die Tabakindustrie weiss ebenfalls, Werbung wirkt. Sie wissen aus Studien, dass Jugendliche, die starker Werbung ausgesetzt sind, das steigert die Erfolgschancen, dass sie mit dem Tabak überhaupt anfangen, und zwar fast um 50%. Das ist bekannt. Fazit aus Sicht der Tabakindustrie, Werbung bei Kindern und Jugendlichen ist extrem kosteneffizient, weil ich relativ ring früh meine Kunden an mich binden kann und nachher habe ich ein lebenslang habe ich sie, wo wir meine Gewinne ermöglichen. Nächstes bitte. Das ist ein Beispiel von dieser Werbung, wie sie daherkommt. Oder? Das geht hier gar nicht an Erwachsene, sondern das ist cool, das ist jung, Event, mit das Gefühl von Freiheit und Abenteuer, jetzt einfach nicht mehr als Cowboy, sondern jetzt hier mit diesem Fahrzeug. Im Coop werden Tabakwaren auf Augenhöhe von den Kindern zum Beispiel präsentiert. Und auf dem nächsten Slide sehen wir auch, dass eben ganze Influencer-Kampagnen laufen. Also da gibt mir niemand an, dass die Werbung nicht explizit auf die Jungen und Jugendlichen ausgerichtet ist. Oder auch das Snooze-Plakat, das man irgendwo auf dem Schulweg findet. Also Kinder und Jugendliche sind tagtäglich eigentlich mit dem konfrontiert. Nächstes Slide bitte. Die Tabakindustrie weiss, dass sie mit der Volksinitiative Kinder ohne Tabak ein Problem hat. Weil genau die direkte Werbung bei Kindern und Jugendlichen, die eben die Kunden vom Morgen würden garantieren, das wäre jetzt verboten. Und ich frage jetzt euch mal alle, und ich habe das schon x-mal gemacht, wenn ich jemandem sage, seid ihr einverstanden, dass eure Kinder, eure jugendlichen Kinder, einer Werbung ausgesetzt sind für ein Produkt, das süchtig macht, wo krankheitserregend ist und potenziell kann zum Tod führen.
Wären Sie einverstanden, dass euer Kind die Werbung darf sehen? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, nein, mit dem bin ich nicht einverstanden. Respektive alle lehnen das ganz klar ab. Schlichtweg, man muss sagen, die Tabakindustrie hat gar keine Argumente gegen diese Initiative. Und das zeigt sich im nächsten Slide, und das ist der Grund, wieso die Tabakindustrie mit Wirtschaftsverbänden und verschiedenen politischen Parteien ein mediales Ablenkungsmanöver gestartet hat. Die Schweiz ist vollgepflastert mit Plakaten, wo man mit Servala, mit Rübitorten und mit Schocke irgendwelche Kommentare machen will, irgendetwas kommunizieren will. Und auf dem nächsten Slide, oder? Die Kampagne geht ganz klar in die Richtung, man will dem Volk suggerieren, es gehe hier um eine generelle Verbotsinitiative. Also, man nimmt euch etwas weg, eure liebe Servala. Also, ein normales Lebensmittel werde jetzt verboten und es werden beliebig viele Verbote folgen bis hin zum allgemeinen Arbeitsverbot. Nächstes Slide. Weil um was geht es eigentlich? Was wir wissen ist, Rauchen macht süchtig, gesundheitsschädlich und ist potenziell tödlich. Rauchende beginnen oft in der Jugendzeit. Wir wissen, dass Werbung wirkt. Und weder das revidierte Tabakproduktegesetz noch der Gegenvorschlag werden die generelle Bewerbung von Tabakprodukten bei Kindern und Jugendlichen verbieten. Also wir wissen, dass das keine Lösung ist. Und das ist der Grund, wieso es die Volksinitiative braucht, weil das ist die einzige Möglichkeit, die Werbung gegenüber Kindern und Jugendlichen konsequent zu verbieten. Nächstes Slide sehen wir, um was es wirklich geht. Es geht darum, Tabakwerbung zu verbieten und einzuschränken, wo sie Kinder und Jugendliche erreichen kann. Das ist namentlich in Gratispublikationen, im Internet, in den sozialen Medien, an öffentlich zugänglichen Orten und Veranstaltungen. Nächstes. Also, es geht hinten und vorne nicht um ein Produktverbot, schon gar nicht um ein Verbot von Esswaren, sondern es geht um ein Verbot von etwas, das krank, das süchtig und das tödlich kann sein, bei Jungen und Kindern. Erwachsene dürfen weiterhin rauchen. Werbung, die direkt an Erwachsene gerichtet ist und die so erreicht, ist weiterhin erlaubt. Man muss ganz klar sagen, wer das Gegenteil behauptet, der tut einfach vom Thema ablenken. Nächste Slide. Die Initiative macht Sinn. Todesfälle ist die grösste vermeidbare Todesursache, die 9.500. Wir haben Gesundheitskosten von 3 Milliarden. Das entspricht 350 Franken pro Einwohner von der Schweiz. Das ist die mittlere Monatsprämie für Krankenkassen. Indirekte Kosten von 2 Milliarden. Und wenn wir Massnahmen umsetzen können, können wir auch Gesundheitskosten sparen. Also die Zahlen sprechen eigentlich für sich. Da gibt es nichts darum, um zu diskutieren. Im nächsten Slide sehen wir, dass die Initiative breit verankert ist, eigentlich sämtliche Gesundheitsorganisationen, Ärzteschaft, Apotheker, Drogerien, Jugendverbände, Sportverbände, Swiss Olympic, die das alles unterstützen, weil sie wissen, was die gesundheitlichen Folgen sind. Das sehen sie tagtäglich. Nächstes Slide sehen wir auch eine interessante Organisation, die Initiative unterstützt, nämlich die Alliance Enfants. Wenn man auf der Webseite von Alliance Enfants ist, dann sieht man dort, dass ein wichtiges Handlungsfeld Gesundheit und der Kindesschutz ist. Das ist alles sehr positiv. Und interessanterweise, wenn man weitergeht, schauen, stellt man fest, dass der Co-Präsident von dieser Vereinigung, notabene der Herr Philipp Kutter ist, der ja mein Nachredner ist. Ich glaube, ich überlasse euch zu urteilen, wie glaubwürdig so jemand ist, der auf der einen Seite die Initiativen unterstützt und jetzt hier dagegen redet. Nächstes Slide komme ich eigentlich schon zum Schluss. Die einzig richtige Antwort für die Initiative Kinder ohne Tabak ist darum am 13. Februar ein ganz klares Ja. Gesundheit von Kind und Jugendlichen ist ganz klar höher zu gewichten als Milliardengewinn von der Tabakindustrie. Merci vielmals, Michael Schlunecker, für die Präsentation. Wir kommen als nächstes zum Philipp Kutter. Philipp, schön bist du bei uns dabei. Ich würde sagen, du kannst selber reagieren auf die Frage, ob du glaubwürdig bist oder nicht. Aber jedenfalls freuen wir uns, dass du heute Abend dabei bist. Philipp. Guten Abend miteinander, geschätzter Herr Präsident, lieber Nicola, geschätzte Delegierte von der GLP vom Kanton Zürich. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke vielmals, dass ich da
meine Position vertreten und erklären, warum ich gegen die Volksinitiative bin, obschon ich mich sehr für Kinder und Jugendliche und auch für den Jugendschutz einsetze. Jetzt darf ich, glaube ich, meinen Bildschirm direkt teilen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich würde das gerne probieren. So, ist es richtig, dass ihr mich jetzt, dass ihr jetzt meinen Bildschirm seht? Super, danke für die Daumen. Also, geschätzte Anwesende, ja, es ist richtig. Mein Vorredner hat das sehr treffend ausgeführt. Jugendschutz ist wichtig und es ist auch richtig, dass ich mich für Jugendliche und Kinder einsetze und darum ist auch mir der Jugendschutz wichtig. Und darum braucht die Schweiz auch einen griffigen Jugendschutz im Bereich Tabak, nicht nur dort. Es gibt auch noch andere Felder, die wichtig sind, wenn es um Film- und Videospiel geht oder auch um sexuelle Ausbeutung. Also überall dort müssen wir Kinder und Jugendliche schützen. Das steht absolut für mich außer Diskussion. Und darum unterstütze ich auch den Gegenvorschlag vom Parlament, weil der verbietet jegliche Werbung, wo sich an Kinder und Jugendliche richtet. Und er verbietet neu auch schweizweit den Verkauf von Tabakprodukten an Minderjährige. Aber das Tabakproduktegesetz, das müssen wir klar sehen. Also ich kann euch das noch ein bisschen konkreter zeigen. Da. Voilà. Das ist der indirekte Gegenvorschlag. Der verzichtet auf ein allgemeines Verbot für Werbung für Tabakprodukte. Aber er verbietet Tabakwerbung an ganz vielen Orten, natürlich an Sportplätzen, im Kino, im ÖV, bei öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Raum. Und Werbung, dort wo sie erlaubt ist, darf nicht nur auf Erwachsene ausgerichtet sein. Das gilt zum Beispiel eben in den Zeitungen und auch im Internet. Und eben, wie gesagt, der Verkauf an Minderjährige ist absolut verboten und es wird dann dort auch neu, wie jetzt schon beim Alkohol, Testkäufe geben. Jetzt die Volksinitiative, die geht eben viel weiter. Die bringt faktisch ein Werbeverbot für ein legales Produkt. Weil die Initiative sagt, jetzt, es ist jede Art von Tabakwerbung verboten, die Kinder und Jugendliche erreicht. Und weil Kinder und Jugendliche praktisch überall sind, ist damit auch Werbung praktisch überall verboten. Und zwar geht es darum auch, wo Kinder und Jugendliche das, so eine Werbung per Zufall könnten sehen, wäre das dann verboten. Und das ist natürlich sehr einschneidend. Wir können das auch noch im Wortlaut von der Initiative nachlesen. Ich habe den massgebenden Punkt vorgehoben. Das ist im Artikel 118 Absatz 2 Bestimmung B verbietet namentlich jede Art von Werbung für Tabakprodukte, die Kinder und Jugendliche erreicht. Das Wort erreicht ist in dem Zusammenhang sehr wichtig. Das ist ein sehr einschneidender Schritt. Das ist eigentlich ein Eingriff in unsere Wirtschafts- und Informationsfreiheit, weil Wir kennen ja ein marktwirtschaftliches System. Das heisst, wir haben einen Wettbewerb von verschiedenen Produkten. Und die Produkte oder auch Dienstleistungen, die kann man nachher bewerben. Und wir als Konsumentinnen und Konsumenten können dann entscheiden, welches von diesen Produkten oder welche von diesen Dienstleistungen mir jetzt uns jetzt besonders sinnvoll oder besonders gut erscheint und können dann so unsere Entscheidungen als Konsumentinnen und Konsumenten treffen. Und wenn etwas nicht mehr beworben werden kann, wenn ein legales Produkt nicht mehr beworben werden kann, dann ritzt man eigentlich an unserem Wirtschaftssystem. Damit komme ich schon zu meinen wichtigsten Argumenten. Also ich das noch mal gerne sagen. Kinder- und Jugendschutz im Bereich Tabak ist absolut wichtig und wird von mir auch sehr unterstützt. Und da kann ich vielleicht auch sagen, also ich bin ja da persönlich angesprochen worden oder angegriffen worden, ich weiß nicht, ob das jetzt nötig war, aber jedenfalls, Allianz Enfance unterstützt die Initiative. Ich bin innerhalb vom Vorstand in der Minderheit und lehne die Initiativen ab. Ich muss aber auch sagen,
Also wir haben sonst in ganz vielen Teilen haben alle Ensembles und ich grosse Einigkeit. Unser grösstes Projekt im Moment ist der Ausbau von der familienergänzenden Kinderbetreuung. Da kann ich euch dann ein anderes Mal davon erzählen. Da bin ich auch mit der Corinna Gretig im sehr guten Austausch. Also dort ist sehr viel zu machen. Und in diesem Thema haben wir ausnahmsweise im Vorstand nicht alle die gleiche Meinung gehabt. Also, und das, was ja so wirklich im Zentrum steht, nämlich der Jugendschutz, der wird mit dem Tabakproduktegesetz stark verbessert, eben bis hin zum Verbot, also das, was es heute auch nicht gibt, nämlich ein schweizweites Tabakverkaufsverbot an Minderjährige wird auch eingeführt. Die Initiative geht weiter überaus. Sie trägt zwar im Namen den Schutz von Kindern und Jugendlichen, bringt aber faktisch ein Werbeverbot. Und das ist, wie gesagt, einen massiven Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Und das ist eben dann schon die Frage, was ist denn das Nächste, was man verbietet? Weil es gibt noch andere schädliche Produkte, die unsere Gesundheit angreifen, wo man das Gleiche könnte diskutieren. Es gibt in den Organisationen, die wir vorher gesehen haben, die die Initiative unterstützen, gibt es auch solche, die daran studieren, ein Werbeverbot für Alkohol einzuführen oder Alkohol in separaten Läden zu verkaufen oder auch Werbung von Fleisch einschränken oder. Man könnte noch vieles machen, weil es potenziell schädlich ist für unsere Gesundheit oder auch für das Klima. Das ist auch ein Thema, das da natürlich reinspielt. Aber ich denke einfach, man muss schauen, in was für ein Wirtschaftssystem wir leben und dass wir ja alles auch mündige Konsumentinnen und Konsumenten sind. Und da, der letzte Punkt scheint mir auch noch wichtig. Man tut jetzt da eigentlich suggerieren, dass wenn man nur schon die Werbung verbietet, dass dann alles schon gut kommt. Man kann in andere Länder schauen, muss nicht weit gehen, man kann in Frankreich oder auf Italien gehen. Dort gibt es viel strengere Werbeverbote als bei uns. Italien hat jetzt sogar kürzlich das Rauchen im öffentlichen Raum verboten und trotzdem rauchen Jugendliche deswegen nicht weniger als in der Schweiz. Ich kann euch das gerne auch noch zeigen. Es gibt da eine Studie, und die ist also nicht von einem Tabakkonzern, sondern von der WHO. Und da sieht man jetzt den Anteil der 15-Jährigen, die in den letzten 30 Tagen geraucht haben. Und ich habe als Lesehilfe drei Länder gehighlightet: Italien, Frankreich und Schweiz. Jetzt sehen wir, Italien und Frankreich haben offensichtlich die Kinder und Jugendlichen trotz der strengen Werbeverbot immer noch häufiger Kontakt mit Tabakprodukt als in der Schweiz. Also gibt es neben dem, dass es ein massiver Eingriff ist, so ein Werbeverbot, aus meiner Sicht muss man auch sagen, so ein Werbeverbot irgendwie, offensichtlich ist es auch nicht so wirksam. Das noch, die Abstimmungsempfehlung aus dem Parlament. Da seht ihr, die Mehrheit hat vom Ständerat und vom Nationalrat haben die Initiativen abgelehnt und gleichzeitig dann den indirekten Gegenvorschlag mit dem griffigen Jugendschutz unterstützt. Das wäre auch mein Antrag. Sagen Ja zum Jugendschutz und zum Gegenvorschlag, sagen Nein zum Werbeverbot. Ich danke vielmals fürs Zuhören und freue mich auf die Diskussion. Danke vielmals dir, Philipp. Und wir starten gerade mit Fragen. Und Benno, du hast dich schon gemolden. Hast du eine Frage? Ja, ich hätte eine Frage. Ja. Danke vielmals. Ich bin 55, als ich jung war, habe ich Camel-Werbung cool gefunden. Ich habe Marlboro-Werbung cool gefunden. Wunderschöne Fotos. Ich kann doch nicht anfangen zu rauchen. Wieso soll man die Jugendlichen heute unbedingt vor dem schützen? Was steht da für ein Bild vom Menschen dahinter? Deine Frage geht an beide. Nein, vor allem an Michael Schlunegger, der glaubt, dass die Kinder und Jugendlichen unmöglich könnten mit umgehen, wenn man jemanden mit einer Zigarette im Mund sieht oder ein cooles Bild mit Rauchen in Verbindung gebracht wird. Ja, danke. Wir kommen nachher noch kurz zur Nora und der Position vom Vorstand, aber ich würde sagen, die Frage zuerst beantworten. Michael Schlunegger. Gerne. Ich glaube, das ist relativ klar, weil es gibt genug Studien, die ganz klar zeigen, dass Leute, die im Erwachsenenalter rauchen,
die haben zum grössten Teil haben die in der Jugendzeit angefangen zu rauchen. Es gibt praktisch keine Rauchende, die später als 21 anfangen. Ein grosser Teil fährt eben so mit 14, 15 für die an zu rauchen. Und das ist genau dann, wenn man einsteigt. Und das ist auch sehr spannend, weil die Jugendlichen sind dann in der Pubertät, das Hirn ist im Umbau und es gibt auch Studien, die ganz klar zeigen, dass die Rezeptoren für Nikotin und so im Hirn, dass die dann extrem empfänglich sind und die Kinder und Jugendlichen werden zum Beispiel viel schneller süchtig als Erwachsene. Also es ist extrem gut, die dann zu bewerben und eben aufs Rauchen zu bringen. Also ich glaube, das ist mit Daten genügend belegt, Kinder beginnen wirklich sehr oft im Jugendalter an vor Rauchen und bleiben nachher dabei. Wenn ich dort kurz ergänzen darf, einfach danke vielmals für die Frage. Benno, es ist klar, ich glaube, es stimmt wahrscheinlich schon, was die Studien sagen, dass Kinder und Jugendliche, also dass Rauchen im Jugendalter anfängt. Aber die entscheidende Frage ist schon, warum fängt man denn an? Fängt man als Jugendlicher an, weil man an einem Plakat vorbeiläuft und sagt, jawohl, also so, das ist auch das für mich, ich fange jetzt an rauchen. Und das stelle ich eben in Frage. Ich habe den Eindruck, die Jugendlichen fangen an rauchen, weil Kollegen rauchen zum Beispiel, weil sie neugierig sind, weil es verruht. Weil die sich ja gerne ein bisschen auch abgrenzen. Interessant in dem Zusammenhang ist noch zu sagen, das Kiffen ist ja verboten. Nicht nur das Werbung machen ist verboten, sondern das Kiffen als Ganzes ist verboten. Und trotzdem sind die Schweizerinnen und Schweizer Jugendlichen Weltmeister im Kiffen. Etwa 17% von allen 15-Jährigen haben mindestens schon einmal gekifft, ohne dass sie jemals ein Plakat gesehen haben und geschweige denn, dass sie überhaupt dürften kaufen. Und das ist das, was ich kritisieren an deren Initiative. Sie tut eigentlich ein Problem, das viel vielschichtiger ist, auf dem Buckel von der Werbung austragen und macht damit auch unser freiheitliches System kaputt. Und darum lehne ich es ab. Ich habe also übrigens, das wird ja auch jemand gefragt, ob ich Aktien habe oder Rauchers habe oder ein Mandat von der Tabakkonzern. Nichts von dem ist korrekt. Ich rauche selber nicht einmal. Mir geht es um etwas Grundsätzliches, um die Freiheit. Danke. Danke vielmals euch beiden. Jetzt ist der Moment, wo Nora noch die Vorstandsmeinung präsentiert. Und Nora, ich entschuldige mich, dass ich dich da sträflich auf die Seite geschoben habe für den Moment. Jetzt bist du dran. Kein Problem. Danke, Nicola, und hallo zusammen. Wir haben die Volksinitiative Kinder ohne Tabakwerbung letzte Woche im Vorstand besprochen. Und die Diskussion ist kurz und knapp gehalten worden. Wir sind uns eigentlich recht einig im Vorstand. Wir haben weniger lang diskutiert wie über das Mediengesetz. Vieles ist vom viele Pro- und Kontra-Argumente sind von Michael und von Philipp schon erwähnt worden. Ich gehe noch auf die Punkte ein, wo wir noch nicht gehört haben. Ich glaube, was im Vorstand ein Punkt war, der gemacht wurde, ist, dass der Tabak bei weitem nicht das einzige Produkt ist, wo für welches die Werbung reguliert ist. Also, dass man da Ängste schürt, oder dass als nächstes ein Cervala dran kommt, das ist eigentlich entkräftigt worden. Wir haben zum Beispiel in der Schweiz ein Verbot für oder eine Einschränkung für Bewerbung von rezeptpflichtigen Medikamenten. Ein weiterer Punkt, der im Vorstand gemacht worden ist, ist einer, den wir schon gehört haben, dass eben genau der Zeitpunkt vom Einstieg vom Rauchen und dann der Folgeerscheinungen, der gesundheitlichen Folgeerscheinungen von Rauchen weit auseinanderliegen und dass man darum nicht unbedingt von einer informierten Entscheidung kann reden kann, wenn es darum geht, ob Jugendliche anfangen zu rauchen oder nicht. Das entkräftigt das Argument von der Eigenverantwortung ein bisschen. Ich glaube, ganz generell ist der Punkt gemacht worden, dass die GLP doch evidenzbasierte Politik mache, dass die Evidenz ganz klar zeige, dass Nikotin sehr hohes Suchtpotenzial mit sich bringt.
und dass darum in dem Fall, jetzt in Bezug auf Tabak, die Gesundheit von, der Schutz von der Gesundheit des Einzelnen höher zu gewichten sei als die wirtschaftliche Freiheit von einer Tabakindustrie. Das sind die Punkte, die wichtigen Diskussionspunkte, die gemacht worden sind, basierend auch auf einem Diskussionspapier, einem One-Pager, wo es zugrund liegt. Aufgrund von dieser Basis ist hat der Vorstand abgestimmt und mit 25 Ja-Stimmen zu 2 Nein-Stimmen würde ich mir auch heute Abend vom Vorstand aus die Aperole empfehlen. Merci vielmals, Nora, für die Präsentation. Jetzt schauen wir noch, ob es noch weitere Fragen hat. Der Döni hat sich noch gemeldet und nachher gehen wir in die Statements. Ja. Döni. Guten Abend miteinander. Mir ist die WHO-Folie aufgefallen von Philipp und ich kann nur noch schnell sagen, er hat damit bewiesen, dass die Werbung nicht wirkt oder die Verbote nicht wirkt. Ich habe jetzt gerade so im Internet schnell gesucht, in den 90er Jahren ist Prävalenz in Italien bei 37% bei Teenager. Ich habe es zwar jetzt nicht bewiesen, dass jetzt wegen dem Werbeverbot das gesunken ist, aber auch die Folie von Philipp kann nicht beweisen, dass das Verbot nicht wirkt. Danke vielmals, Danny. Benno, hast du dich gemeldet für ein Statement oder ist die Hand noch von vorher? Das geht gut, vielleicht später. Danke. Dann Florian. Ich habe mir wirklich ganz kurz nur... Ich meine, ich finde es immer wieder interessant, das haben wir ein bisschen stutzig gemacht vorher, wo behauptet wurde, Tabakwerbung würde gar nicht bringen. Also das würde eigentlich heissen, Tabakkonzerne sind sau dumm, weil sie jährlich Millionen von Franken in Tabakwerbung investieren. Und ich meine, also ich finde, das ist wirklich ein sehr scheinheiliges Argument. Weil eben, die würden nicht in Tabakwerbung investieren, wenn es nichts bringen. Und vielleicht eine Erfahrung, ich war letztens in einem ZSC-Match und an einem Lion-Kids-Tag, der sich speziell an die Jungen wendet, ist uns gratis Snus verteilt. Also einfach so bezüglich Tabakwerbung würde auch nicht an Kinder gehen, wegen Ehrenkodex und so. Ich glaube, das stimmt nicht und wirkt nicht. Danke, Florian. Jetzt der David. Ja, danke vielmals. Für mich ist eigentlich ziemlich klar, dass man Werbung verbieten sollte, was mir aber nicht ganz klar ist. Wieso zahlen wir dann für den Tabakanbau? Wieso zahlt der Bund Direktzahlungen für den Tabakanbau? Das geht mir einfach nicht ganz in den Kopf hinein. Das müsste man doch eigentlich aufhören mit dem Sagen. Danke, David. Da gibt es noch andere Subventionen, die man könnte abschaffen könnte. Eine kleine Bemerkung nebenbei. Sven. Also ich bin auch eigentlich gegen das Werbeverbot. Herr Schlonegger, Sie haben wahrscheinlich die Initiative ein bisschen kurz gefasst. Ich habe gerade mein Velo angeschaut, da ist gar kein Tabak drin. Also eigentlich wäre es besser gewesen, nikotinhaltige Produkte aufzunehmen. Danke vielmals. Ich unterstütze Sie gleich, also keine Frage. Merci vielmals, Sven. Meldet euch bitte jetzt, wenn ihr noch Statements habt, sonst würden wir nachher schliessen und dann noch zwei Schlussrunde mit unseren zwei Referenten machen. Dann Dominik. Ja, hallo. Also mich stört ein bisschen, dass die Diskussion immer so polemisch gemacht wird. Also so, ja, Menschen sterben und dann wird es so dargestellt, dass Kausalität, wenn man jetzt Werbung abschafft, dann haben wir alle Probleme gelöst und es löst keine Gesundheitskosten mehr aus, es raucht niemand mehr. Also das finde ich ein Zeichen, oder? Aber auf der anderen Seite, oder, ich bin für Eigenverantwortung sicherlich und darum finde ich eigentlich ein Werbeverbot nicht gut, aber man muss jetzt auch sehen, dass das ist klar ein Suchtmittel, da funktioniert einfach der Markt nicht. Das ist, man will das, wenn man angefixt ist, dann kommt man nicht mehr weg davon oder schwer weg davon oder man muss Geld rausgeben, dass man dann die Leute wieder weg davon bringt. Und grundsätzlich auch das, Eigenverantwortung, auch in der Erziehung, sehe ich sehr hoch, aber ich bezweifle, dass das Kind halt
schon die Mündigkeit hat, dass sie das auch super beurteilen kann. Und darum klar das Verbot von Werbung. Und das könnte auch Alkohol sein. Also es gehört einfach nicht etwas, was das Kind sich muss damit konfrontieren. Danke. Danke vielmals, Dominik. Andrea, und wir schließen jetzt die Rednerinnenliste. Andrea. Danke. Ja, also ich bin klar für das Tabakwerbungsverbot, weil also es ist ja sicher allen klar, dass das nicht alle Probleme löst, wenn es um den Konsum von Tabak geht bei Kindern und Jugendlichen. Aber es kann ja nicht sein, dass das gar keinen Einfluss hat. Und wir sind uns, denke ich, auch einig, dass Werbung Kinder viel mehr und einfacher beeinflussen kann. Also wenn man ein Kind oder ein Teenager ist, lässt man sich noch viel einfacher beeinflussen. Und da sehe ich eben das Problem, also dass ein Teil vom Konsum vielleicht da schon könnte gesenkt werden. Und das Verbot ist für mich einfach ein Teil von der Lösung von dem Problem, von dem höheren Konsum bei Kindern und Jugendlichen. Danke vielmals, Andrea. Jetzt der Jörg. Mal schauen, ob es wieder einen Link zu Glasse gibt. ja, könnte ich schon auch machen. Ich muss noch sagen, im Voraus, ich bin in der zuständigen Kommission SGK vom Nationalrat, wo das beraten hat. Das Tabakgesetz, das jetzt beschlossen ist, also unabhängig davon, wie die Abstimmung ausgeht, das neue Tabakprodukte-Gesetz ist beschlossen von National- und Ständerat. Die GLP hat dem zugestimmt, weil es dort auch Fortschritt hat, zum Beispiel wegen E-Produkt, also ein neues elektronisches Produkt hat Fortschritt drin und Fortschritt auch mit den Testkäufen. Andere Parteien haben gefunden, man müsse das Tabakprodukte-Gesetz ablehnen, um der Volksinitiative mehr Schub zu verleihen. Wir Grünen haben dann gesagt, ja, wir taktischen Spielereien sind uns da zu bunt. Das Tabakproduktegesetz hat Fortschritt. Jetzt ganz so groß sind die Fortschritte nicht. Die meisten Verbote, die neu dazukommen, im Tabakproduktegesetz, das Philipp Kutter vorgestellt hat, das sind Angleichungen zwischen den Kantonen. Also schon rund 3/4 der Kantone haben Plakatwerbung im öffentlichen Raum bereits verboten gehabt. 18 Jahre Verkaufsverbot, das ist eine Selbstdeklaration der Branche. Ich glaube, sie würden sich auch einen Shitstorm einhandeln, wenn sie gegen das würden verstoßen. Und auch Kinowerbung ist schon in einem Drittel der Kantone verboten. Also das Tabakprodukte-Gesetz macht vor allem eine Angleichung zwischen den Kantonen aus, aber immerhin gegenüber zu strengeren Seiten. Das möchte ich hier ergänzen. Zum Thema Servola und Glasse oder Schoki oder was auch immer. Ich finde, wir als Politiker, als Partei, als Öffentlichkeit müssen, wenn es nötig ist, Produkt für Produkt einzeln durchdiskutieren. Und nur weil irgendwo eine kleine Splittergruppe Extremideen hat, schon jetzt da vernünftige Vorschläge in gleichen Eimer zu werfen, das ist für mich Verweigerung von der Diskussion von der öffentlichen Meinungsvielfalt. Jetzt mache ich dann noch mehr Verbindung zu dem von vorher. Und dann noch ein letzter Hinweis. Vor allem ein bisschen Semester in meinem Alter und älter. Ihr werdet selten mehr Tabakwerbung sehen. Nicht, weil es weniger investiert, sondern weil wir schlicht und einfach nicht Zielgruppe sind. Die Tabakindustrie geht gezielt in die Medien und an die Orte an, wo die Jungen sich befinden. Darum sehe ich extrem wenig Tabakwerbung. Wäre ich jetzt ein 14-Jähriger, würde das ganz anders aussehen. Und das ist ein weiterer Beweis. Die Tabakindustrie glaubt an die Wirksamkeit von der Werbung. Das sind keine Philanthropen, die rechnen durch. Ich empfehle euch ganz klar ein Ja. Danke. Merci, Jörg. Thomas. Ich habe schon Angst gehabt, dass Jörg im Summary da meinen Aspekt auch noch schon wird bringen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Was mir noch aufgefallen ist, ist einfach, dass der Verkauf an Jugendliche unter 18 Jahren verboten ist, die Werbung aber weiterhin eigentlich möglich ist an Jugendliche und Jüngere. Und das ist ein Mismatch, wo sich bei mir nicht auflöst. Also das ist sinnlos und widerspricht eigentlich dem Verkaufsverbot und darum wäre ich auch für ein Ja zu dieser Abstimmung. Danke vielmals auch dir, Thomas. Wir sind jetzt durch mit den Statements und möchten jetzt nochmal kurz den Michael und auch den Philipp hören mit einem Abschlussstatement, bevor wir nachher abstimmen.
Zuerst Michael. Merci vielmals. Danke für die angeregte Diskussion und die Voten. Was Tabakinitiative respektive Kinder ohne Tabak bewirken will, ist, glaube ich, ganz klar Schutz von Kindern und Jugendlichen. Dass die Thematik Rauchen, dass das eine komplexe Sache ist und dass ein Werbeverbot bei dieser Zielgruppe alleine nicht wird zum Allein, also es wird nicht die perfekte Lösung sein, die alleinige Lösung, das ist selbsterklärend. Das ist hochkomplex, da gibt es ganz viele Faktoren, die drin spielen, aber es ist ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und von dem her bin ich froh, wenn ihr dort wirklich eine Parole rausgeht, die in ein Ja endet. Dankeschön. Philipp? Vielen Dank auch von meiner Seite für die angeregte Diskussion. Ich bin auch für einen griffigen Jugendschutz und darum unterstütze ich den Gegenvorschlag, weil mit dem neuen Tabakproduktegesetz wird Tabakwerbung sehr stark eingeschränkt. Aber die Volksinitiative, die ist mir wirklich zu extrem, weil sie bringt faktisch ein Werbeverbot für ein legales Produkt. Ich möchte darauf hinweisen, wir haben in Zukunft fürs Rauchen dann wesentlich strengere Werbeverbotsregeln als zum Beispiel fürs Puff. Also ich kann für ein Bordell, wo auch erst ab 18 zugänglich ist und wo auch grosse Probleme damit verbunden sind, mit Menschenhandel und anderen Fragen, kann ich frei Werbung machen, aber nicht für Zigaretten oder andere Tabakwaren. Da finde ich, ist auch etwas aus der Fuge geraten. Ich möchte euch empfehlen, bleibt beim schweizerischen Weg, nämlich, dass man wirklich gezielt tut, die Bevölkerungsgruppen schützen, die es verdient haben, die noch nicht erwachsen sind, jetzt in dem konkreten Fall, und tun aber gleichzeitig an unserer liberalen Wirtschaftsordnung festhalten. Darum empfehle ich euch Nein zur Initiative und Ja zum Gegenvorschlag. Danke vielmals. Super, ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr da mit uns dabei gewesen sind und mitdiskutiert habt und euch eingebracht habt. Wir kommen jetzt zur Abstimmung und ihr beide stimmt natürlich bitte nicht ab. Dann noch 10 Sekunden, bitte alle abstimmen. Dann schliessen wir und ich bitte wieder dich, Fiona, zum sagen, wie es rausgekommen ist. Wir haben mit 105 Ja-Stimmen zu 10 Nein-Stimmen die Ja-Parole zur Volksinitiative für das Tabakwerbeverbot beschlossen. Gut, ganz herzlichen Dank euch allen auch für die angeregte Diskussion und dann würden wir euch beide wieder verabschieden und bedanken uns ganz herzlich. Wir können euch leider keine Flasche Wein übergeben, wenn wir uns nicht physisch treffen, aber ihr habt sicher auch selber eine daheim. Wein ist eh ungesund. Genau. Danke vielmals. Kleiner Spass. Ade, merci. Ciao zusammen, merci. Gut, danke vielmals. Dann kommen wir jetzt zu einem sehr spannenden, weil vor allem auch aktuellen Teil, nämlich zum Endspurt, wo wir jetzt in den Lokalwahlen haben, also je nach Bezirk. Aber wir möchten jetzt da auch ein bisschen Eindrücke hören von denen, die jetzt da voll anpacken im Moment. Und bitte nächste Folie. Das ist jetzt wichtig. Bitte nehmt euer Handy vor. Wir haben einerseits einen WhatsApp-Channel, also eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr da rechts auf dem Bild könnt den QR-Code einscannen und dann könnt ihr dieser WhatsApp-Gruppe beitreten. Dort werden immer Social-Media-Beiträge geteilt von den Lokalwahlen. Also wenn ihr da möchtet, immer auf dem Laufenden sein, was gerade passiert und das bitte auch weiter verbreiten, das ist extrem wichtig für uns, dann tretet doch jetzt der WhatsApp-Gruppe bei, die wir haben. Dann, wenn ihr das gemacht habt, links haben wir auch den Slack-Channel zu den Lokalwahlen 2022.
Also bitte auch dort beitreten. Slack ist wirklich super für so Diskussionen, um auch ein bisschen sehen, was so abgeht. Also wäre super, wenn ihr bei beiden Kanälen könntet beitreten und den Wahlkampf aktiv unterstützen. So schaffen wir es, um unsere Message wirklich auch rauszutragen. Also, ihr habt noch 5 Sekunden, um da kurz die QR-Codes abfütteln. Und sonst ist es jetzt auch im Chat, hat der Matthias die Links noch gepostet. Gut, dann kommen wir jetzt zum Wahlkampf in der Stadt Schlieren und zu der Songül, die uns kurz einen Einblick wird geben. Songül, schön, bist du dabei. Ja, hoi, merci. Ja, einige von euch kennen mich ja schon. Ich heiße Songül Viridén und bin 48 Jahre alt. Bin verheiratet, habe 2 Kinder, 2 Buben, fast 10 und fast 13. Und vom Beruf her bin ich diplomierte Marketing-Kommunikationsmanagerin und HR-Fachfrau. Für diese Legislatur jetzt kandidiere ich in Schlieren für den Stadtrat. Ich bin seit 6 Jahren im Parlament schon in Schlieren. Ich bin damals nachgerückt und zu dem Zeitpunkt waren wir 2 Parlamentarier in Schlieren von der GLP. Wir konnten aber unsere Sitze bei den letzten Wahlen, also vor 4 Jahren, verdoppeln auf 4 Sitze immerhin und haben damals sogar noch geschafft, einen Stadtrat einzubringen, den Andreas. Andreas Krier, sie wird diesmal nicht antreten und dafür trete ich dann an. Ich bin in Schlieren nicht nur im Parlament, sondern auch in der RPK und bin auch Fraktionspräsidentin seit 4 Jahren. Ja, zusätzlich möchten wir in Schlieren auch mit unserer Liste noch weiter wachsen. Also wir hoffen natürlich auf mindestens 1 bis vielleicht sogar 2 zusätzliche Sitze, obwohl unser 4. Sitz nur aufgrund dieser Rechnung vom Puckelsheimer, so wir bekommen haben. Das heißt, es wird ein harter Kampf, aber wir sind dran. Ja, ich denke, mit unserer Liste haben wir große Chancen. Wir haben 19 Kandidaten drauf und davon ist die Mehrheit weiblich. Also wir haben schon da etwas Besonderes. Ja, ich persönlich bin zusätzlich außer der Politik noch im Vorstand der Musikschule in Schlieren, habe einen Basketballclub in Schlieren gegründet. Ja, also ich hoffe, dass diese Sachen auch die anderen Kandidaten bei uns sind alle mal recht aktiv in Schlieren. Ich denke, dass das uns nochmal ein bisschen vorwärts bringt. Die Stadtratswahlen selbst in Schlieren sind hart umkämpft dieses Jahr. Es sind auf 7 Sitze tatsächlich 10 Kandidaten. Das heißt, 5 Kandidaten sind schon bisherig. Das heißt, es sind wahrscheinlich nur noch zwei Plätze frei, die denn es wird einen harten Kampf geben. Wir sind auch schon mittendrin. Aber trotzdem rechne ich mir recht gute Chancen aus und ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen und solltet ihr Schlieren mal kennen oder jemanden kennen, der Schlieren mal kennt, dann bitte Werbung machen. Ja, auch für unsere Liste Nummer 5. Danke. Danke vielmals, Songül, und alles Gute. Wir hoffen natürlich sehr, dass du da gewählt wirst. Also wenn ihr Leute kennt in Schlieren, nicht Schlieren, wir Kind, die dürfen nicht abstimmen, das ist jetzt ein schlechter Witz gewesen, dann sagt das denen doch, dass sie sich auch da einbringen. Jetzt kommen wir zu Dietike und Sven. Ja, danke Nicola, dass ich mich da nochmal vorstellen darf. Ich bin Sven Johansen, wohne seit 16 Jahren in Dietike. Seit 8 Jahren bin ich schon im Gemeinderat von Dietike. Also ich habe die GLP in Dietike vor etwa 10 Jahren gegründet. Leider bin ich noch ganz allein. Also ich bin eine One-Man-Show von der GLP-Sicht im Gemeinderat. Und sicher ein Grund, um da als Stadtrat anzutreten, ist auch, dass die Partei ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommt. Ich bin geheiratet, habe kein Kind. Sehr an Lokalpolitik interessiert. Ich würde sehr gern mehr Mitglieder auch in Dietike finden, also meinen Aufruf in 2 richtige Wahlkampf unterstützen, wenn ihr Leute aus Dietike kennt, Arbeitskollegen, Studienkollegen, was auch immer, darauf hinweisen, wenn die in Dietike wohnen, da gibt es eine GLP zum Wählen, auch wenn sie noch sehr klein ist. Ja, wir hoffen, dass wir in dem Wahlgang Fraktionsstärke erreichen. Es ist interessant gewesen, wir haben eigentlich von ganz links bis ganz rechts Allianz-Offerten bekommen. Also, und wenn ich sage ganz rechts, meine ich ganz rechts.
Wir kommen mit der Mittepolitik, also bitte. Es ist jetzt mit der neuen Partei schwierig, aber mit der Politik aus der Mitte kommen wir eigentlich gut an. Ich hoffe, wir haben jetzt so viel Popularität, dass wir Fraktionsstärke erreichen. Und wenn wir das schaffen, haben wir das sicher geschafft, weil der Beat Rüfenacht die Partei in den letzten 4 Jahren sehr gestärkt hat durch einen unermüdlichen Einsatz. Dem wollte ich auch nochmal da Merci sagen, falls er dabei ist. Das ist mein Timer. Danke vielmals, Sven. Du hast dich exakt an Zeit gehalten. Merci auch für dein riesiges Engagement und natürlich auch von Beat, von mir. Ich weiss nicht, ob du heute dabei bist, Beat, aber wir haben dich ja auch schon an der MV gehört vor kurzem. Danke vielmals, dass ihr euch so engagiert und auch da, wenn ihr jemanden kennt in Dietiken, bitte unbedingt weiterempfehlen. Dann kommen wir zu Vinti und der Katrin. Ja, guten Abend miteinander. Ja, ich habe auch Freude, dass ich da sein kann. Bin mir aber bewusst, dass ihr schon ganz lange zuhören musstet und halte mich darum kurz. Mein Name ist Katrin Gometta. Ich bin die erste grünliberale Stadträtin von Winterthur seit dem Oktober 2020. Das war eine Ersatzwahl und jetzt nach einem guten Jahr bin ich schon wieder im Wahlkampf. Aber ja, ist nicht so schlimm, ich habe es gewusst. Ich bin Vorsteherin vom Departement Sicherheit und Umwelt. Ich finde das auch spannend. Also auch die Sicherheit finde ich spannend. Das ist auch ein Grundbedürfnis von uns allen. Jeder, der schon mal von der Maslow-Pyramide gehört, weiss, dass das ziemlich rasch mal nach dem Schlafen, Essen und Sex kommt, dass wir uns sicher fühlen können. Es ist natürlich auch sehr ein ganzheitliches Thema, das auch nicht nur ein polizeiliches ist. Und das andere grosse Thema, wo extrem viel Herzblut drinnen ist, ist das Klimadossier. Ich bin auch Umweltvorsteherin. Dort hat ja Winterthur jetzt extrem vorwärts gemacht im letzten Jahr. Es ist natürlich toll, wenn man im ersten Amtsjahr eine Volksabstimmung kann durchführen kann, Netto Null 2040, und die dann noch deutlich angenommen wird von der Bevölkerung. Das motiviert natürlich extrem, um jetzt nochmal anzutreten. Um all die Massnahmen, die Klimamassnahmen umzusetzen. Und ja, ganz generell, meine Mission für eine vielfältige, blühende Stadt, die hat erst gerade angefangen. Und kaum eingeschafft, bin ich natürlich recht motiviert, um jetzt da auch noch ein bisschen weiterzumachen. Winterthur ist ja geprägt von Wachstum, wie viele andere Städte im Kanton auch. Ich kann mich erinnern, als ich auf Winterthur gezügelt bin, 2009 war das, haben wir den 100.000. Einwohner begrüßt mit Feuerwerk. Jetzt haben wir 118.000, es kommen nochmal 20.000 Leute dazu bis 2040. Das gibt extreme Herausforderungen für die Stadt. Wie macht man eine nachhaltige Stadtentwicklung? Man muss Verkehrsinfrastruktur machen und man muss auch dort kommt wieder das Klima, das eine Rolle spielt, schauen, dass man wirklich eine grüne Stadt hat, dass man Wasser in die Stadt bringt, dass man auch Kaltluft reinbringt. Und ja, da möchte ich sehr gerne mitgestalten. Jetzt für die Exekutivwahlen haben wir sehr eine gute Ausgangslage. Auf den ersten Blick, die 7 Stadträte treten alle nochmal an. Wir werden herausgefordert von FDP und SVP, die halt ein bisschen federn lassen. Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen ist die SVP rausgefallen. Ich habe vor einem guten Jahr den FDP-Sitz abgejagt. Und aus dieser Konstellation war es dann auch naheliegend, wie man es macht mit Allianzen. Weil ich glaube, das ist schon ein wichtiges Mittel für den Erfolg, ist, dass man sich verbünden mit anderen Parteien. Das heisst nicht, dass ein Alleingang nicht geht, aber es macht es sehr viel einfacher. Und ich habe jetzt in der progressiven Allianz zusammen mit der SP, den Grünen, der EVP und eben den Grünliberalen antreten. Und das gibt uns extrem viel Schwung. Nebendran haben wir natürlich auch einen Wahlkampf, was noch ein bisschen mehr um die Profilierung als Grünliberale geht, weil wir ja auch in Parlamentswahlen haben. Das ist das erste Mal, wo wir das haben in Winterthur, dass man wie mit einer amtierenden Stadträtin auch noch Wahlkampf macht. Das ist sehr spannend, aber muss man sich auch noch ein bisschen finden. Und natürlich wollen wir auch im Parlament zulegen. Also ich meine, die grosse Wetterlage ist ja sehr gut für alle Grünliberalen in der ganzen Schweiz, aber besonders so in den Städten.
Wir möchten gerne 2 Sitze zugewinnen. Also aktuell haben wir 7 von 60 Parlamentarier und wir möchten neu 9. Ich glaube, das ist realistisch als Ziel, obwohl man natürlich da auch noch ein bisschen Wahlglück braucht am 13. Februar. Ja, und vielleicht noch so als Schlussbemerkung. Ich bin ja seit 2009 bei den Grünliberalen und ich habe die GLP kennengelernt, was wirklich noch ja, eine sehr kleine Partei war. Also in Winterthur haben wir noch keine Fraktion gehabt. Wir haben schon Parlamentarier gehabt, Michael Zeugin und Susanne Stöckli. Aber es ist extrem viel gegangen und ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt wirklich die Exekutiven erobern. Also Zürich und Winti haben wir jetzt. Und wenn ich jetzt auch noch höre von den anderen Städten, dass es jetzt da auch noch so neue Stadtratsmitglieder geben, dann freue ich mich auf künftige Gespändli in den anderen Zürcher Städten. Ich glaube, ich habe vorhin beim Jörg gesehen, die Zeit ist reif oder es ist Zeit hinten dran am Bildschirm. Ich finde auch, die Zeit ist reif, dass wir die Verantwortung übernehmen, damit dass die Grünliberalen auch in den Exekutiven wirken können. Und in dem Sinn wünsche ich allen viel, viel Glück, die jetzt hier in diesem Wahlkampf sind. Es ist wirklich Zeit für mehr grünliberale Power, für eine fortschrittliche, ökologische, liberale Politik. Danke. Wow, danke vielmals für den Rundumschlag, Katrin. Und er hat natürlich eine grosse Signalwirkung, oder, wenn man in Winti und in Zürich im Stadtrat ist. Also wir freuen uns sehr, dass das dort geklappt hat und sind überzeugt, dass das mal wieder klappt. Braucht aber auch da eure Mithilfe, also wenn ihr jemanden kennt in Winti, dann bitte unbedingt sagen, dass sie Katrin unterstützen. Jetzt kommen wir zum Gespann, wo wir haben in der Stadt Zürich. Der Andreas hat heute ein wichtiges Podium und kann darum nicht dabei sein, aber Serap ist dabei und wird kurz über den Stadt-Zürcher Wahlkampf erzählen. Serap. Ja, hallo miteinander. Wie der Nicola schon vorgestellt hat, ich bin Serap Karimann. Ich vertrete heute ein bisschen auch den Andreas Hauwe. Ich hoffe, er wird nichts Negatives nachher sagen. Nein, sage ich. Auf jeden Fall ist es so, der Andreas Hauer ist bestimmt, wissen das die meisten schon seit 4 Jahren, also eine Amtsperiode als Gesundheits- und Umweltdepartementsvorsteher schon in der Exekutive. Aus meiner Sicht würde ich behaupten, hat er die Pandemie, also die Krise, super gemeistert als Departementsvorsteher. Darum bin ich auch davon überzeugt, dass er die andere grosse Krise, und zwar die Klimakrise, genauso gut wird meistern. Netto Null Ziel 2040 ist in der Stadt ja auch ein grosses Thema. Da stehen wir als JGLP und aber auch als GLP hinter dem Kompromissentscheid. Genau. In der Stadt Zürich sieht es ein bisschen anders aus. Das Feld ist relativ gross. Wir sind 17 Kandidierende. Davon sind gerade mal 5 Frauen dabei, aber aus unterschiedlichsten Parteien. Die GLP ist, hat sich so sich entschieden, um halt mit Andreas Hauri die Kandidatur zu fahren. Wir als JGLP haben entschieden, dass wir gerne auch in der Regierung würden mitmischen würden. Für das bin ich dann nominiert worden, was mich natürlich sehr gefreut hat. Genau, und wenn wir noch schnell auf die nächste Folie gehen, wenn es noch eine gibt. Genau, habe ich euch noch kurz zeigen, dass wir mitten im Wahlkampf drin sind. Ich bin mit Andreas sehr viel unterwegs. Inzwischen sehe ich ihn, glaube ich, mehr als meine Familie und meine Freunde. Wir sind viel am Flyern, wir sind am Podium, einmal da mit den Grünen, einmal mit den Secondas. Ja, die Wahlchancen für Andreas stehen sehr gut. Seit in der letzten Umfrage hat er 44% Zustimmung bekommen. Also ich bin da sehr positiv gestimmt, dass der Andreas seinen Sitz wird sicher wieder holen können. Und bei mir war es extrem spannend. Es wirkt im ersten Moment nur 14%. Andererseits sehe ich das als extrem positiv an. Wir gehen das erste Mal als JGLP in so eine Kandidatur.
Zudem hat man mich als politische Person überhaupt nicht kennt. Und mein Wahlkampfbudget ist natürlich ungefähr 10 bis 20 Mal kleiner als das, was die anderen Kandidatinnen und Kandidaten haben. Und darum habe ich mir sagen, mit 14% Zustimmung bin ich eigentlich sehr positiv überrascht gewesen. Und jetzt halten wir noch mal 3,5 Wochen durch und dann hoffe ich sehr fest, dass der Andreas sicher wieder seinen Sitz wird haben. Sehr cool. Danke vielmals, Serap, für den Einblick in den Wahlkampf in Zürich. Es ist wirklich sehr viel los auch und alle sind auf der Straße unterwegs. Also das ist wirklich super. Ich bin recht überzeugt, dass die meisten von euch da in der Runde jemanden kennen in der Stadt Zürich. Darum auch dort bitte unbedingt empfehlen, dass alle auch tatsächlich gehen wählen. Gut, wir kommen jetzt zum Foti. Und für das würde ich euch bitten, euer Sonntagslachen auszupacken. Wenn ihr habt, das fürs Dafürsein als Hintergrund, ist natürlich super, wenn ihr das könnt anstellen. Und sonst ist es auch nicht so tragisch, dann muss man einfach in eurem Gesicht sehen, dass ihr fürs Dafürsein seid. Gut, dann würde ich sagen, es ist der Moment fürs Foti. Wer macht das Foti? Matthias oder Fiona? Ja, so. Der Matthias macht. Schön, jetzt alle wunderbar lächeln, bitte. Und ein bisschen durchhalten, so ein paar Sekunden lang. Noch durchheben. Ist gut, merci euch viel. Auf der Geschäftsstelle haben wir eine analoge Fotokamera noch, die man noch entwickeln muss. So. Darum spendet auch, dass wir den Schritt in die Digitalisierung machen können. Danke vielmals für das. Und jetzt kommen wir zu Varia. Bitte nochmal Präsentation. Da haben wir zuerst. Nächste Slide, bitte. Wir haben zuerst noch einen Hinweis vom Urs Bernasconi aus unserer Reihe. Ich weiss nicht, Urs, bist du dabei? Willst du das kurz selber erzählen? Sonst kann ich das kurz machen. Ja, hallo miteinander. Futurepreneur ist ja mit der Michael Zeugin. Also ich habe mit ihm vor etwa 2 Jahren mal ein bisschen Grundlagen geschaffen. Wir hatten schon mal eine Gründung gehabt. Es ist ein bisschen eingeschlafen. Wir haben im Herbst in Bern mit dem grossen Jörg und der andere Jörg bei uns ist auch dabei gewesen. Wieder einen Neustart gemacht und jetzt findet ja am 24. Februar eine sogenannte, gibt es einen Gründungsakt, einen richtigen Auftakt. Wir haben in der bisherigen Fassung schon mal etwa 35 Unternehmerinnen und Unternehmer gehabt. Also eine grandiose Geschichte. Und ich setze sehr viel auf das Netzwerk. Ich bin auch noch bei Gasaffair, das ist ja die Alternative ein bisschen zum Hauseigentümerverband. Und das Futurepreneur, das soll ein bisschen eine Alternative zum Bigler Club sein. Also auch hier, wenn ihr Leute kennt, Unternehmerinnen und Unternehmer, zu motivieren, dass sie auch irgendwo irgendwie draufkommen und wir sie irgendwann dürfen begrüßen. Danke. Danke vielmals dir, Urs, und allen, die sich bei den Futurepreneurs engagieren. Wenn ihr selber Unternehmerin oder Unternehmer seid, dann meldet euch doch auch an. Da. Gut, dann frage ich euch in der Runde, gibt es weitere Varia? Katrin Gometta. Ja, danke vielmals. Ich habe nur schnell eine Frage an Urs Bernasconi wegen den Futurepreneurs. Muss man da Parteimitglied sein oder sich bekennen? Oder ist das, also, wie ist das genau gedacht? Bekennen, ja, man wird sicher schauen, sind das Leute, die von der GLP aus verkörpern, nachstehen, aber es sollte eigentlich allen offen sein. Also ist nicht das Ziel, dass man Mitglied wird?
Nein. Also wir könnten jemandem, der vielleicht sehr offen ist, aber sicher nicht in die, zu den Grünliberalen will, richtig, könnte man das sagen. Genau. Danke. Ja. Obwohl es natürlich ein bisschen suspekt ist, wenn jemand nicht zu den Grünliberalen will. Es gibt mehr als was meinst. Ja, das ist eben so, ja. Gut, weitere Varia aus eurer Runde. Darf ich da noch anhängen, wegen Mitglied, nicht Mitglied bei unserer kleinen Gemeinde oder sonst bin ich ein bisschen aktiv. Wir haben einen hohen Anteil von Leuten, die einfach mit einer Partei wollen. Ich habe Unternehmer und auch Private, wo wir einfach miteinander im Gespräch sind, die sagen, ich habe aus den und den Gründen in einer Partei, ich habe nie ein Vehikel, ein Gefäß, wo ich mich informieren und einbinden kann. Und da sind wir jetzt ein bisschen dran, Strukturen zu entwickeln. Ich will das ja auch im Bezirk und vielleicht mal auf einer anderen Ebene ein bisschen diskutieren, wie man das könnte angattigen. Wir haben ja auch noch ein Zukunftsbüro jetzt eröffnet in Wangenbrit, die Seledün, das jetzt gerade nächste Woche schon dort ein bisschen zu Faden schlagen. Sehr cooles Engagement. Danke vielmals, Urs, auch für die Informationen. Wenn es keine weitere Varia mehr gibt aus eurer Runde, dann kurze Meldung. Wir sind im WhatsApp-Chat von 20 auf 63 Teilnehmerinnen aufgegangen. Es hat sich also definitiv gelohnt. Wer noch nicht beitreten ist, kann das jetzt noch machen. Ihr habt das noch im Chat, den Link sowohl zum Slack wie auch zum WhatsApp-Chat hat der Matthias gepostet. Also geht doch dort noch drauf und helft uns da bei der Weiterverbreitung. Jetzt machen wir nochmal zum Abschluss, also danke vielmals für die schöne MV, dass wir da so gute Diskussionskultur haben miteinander. Wir machen jetzt zum Abschluss nochmal so eine Breakout-Session, wo ihr gerne auch mit einem Glas Wein oder einer Zigarette, stimmt nicht, euch könnt unterhalten miteinander und nachher könnt ihr euch gerne direkt einfach dann verabschieden aus dieser Breakout-Session. Also wir kommen nicht mehr im Plenum zusammen, sondern das wäre der Schluss im Plenum und ihr könnt gerne noch den Abend ausklingen lassen miteinander und noch ein bisschen diskutieren. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Ist immer ein Vergnügen und bis bald hoffentlich auch wieder in echt. Alles Gute. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.